Dass wir zumindest nur noch drei Stück zur Auswahl haben. Verstehen sich Jäger als Elitekämpfer. Doch diese Männer waren nicht nur auf Sieg gedreht.
Es wird mit dem Summerton 20.15 Uhr und damit ist es, wenn es ein Donnerstag ist, auch hätte auch ein Mittwoch sein können diese Woche, dann ist Zeit für Strobel Fussi. Strobel Fussi, ein im Lockdown geborenes Format, Bussi Fussi gibt es nicht, in Analysen von der Natascha sind genial. Ich bin eine größere Vermarktungshure als Sie. Sie ist gescheiter als ich. Also haben wir das kombiniert, was ja nicht die deppertste alle Ideen ist. Aufgefettet, neben Klamauk und Spaß, der bei uns nie länger als 30 Sekunden dauert, gibt es bei uns die Möglichkeit, Fragen zu stellen an unsere Gäste und an uns. Wir versuchen einzuordnen, was die Woche über passiert ist und die Natascha mit ihrer Kompetenz und ich mit meiner kompetenten Polemik zumindest zu kommentieren. Heute haben wir Florian Kramer zu Gast, der aus dem Very Small Österreich es geschafft hat, an eine der renommiertesten Plätze, wo man auf der Welt nur sein kann, wenn es um Virologie geht. Er hat eine Professur in New York und hat sich nach seinem Studium an der Uni Wien unter anderem damit beschäftigt, ein Influenza-Medikament herzustellen. Und jetzt hat er Tests mitentwickelt, um sie nachzuweisen, ist Experte, was Impfungen betrifft und das Virus selbst, er selbst sagt, wir hätten niemals unter 500 Neuinfektionen pro Tag lockern dürfen, besser noch 200. Er ist ein Prophet und Fürsprecher des Contact Tracings und wie er das aus der Ferne beobachtet, was bei uns passiert, das wird er uns dann sagen und wir können ihn alles fragen, weil das ist in diesem Format möglich. Frau Strobel, was ist uns die Woche aufgefallen? Also mal guten Abend. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung. Ich habe 3 oder 4 Seiten mit Fragen vollgeschrieben. Schauen wir mal, ob wir zu denen allen kommen. Was ist uns diese Woche aufgefallen? Ja, viel wie immer. Die vielleicht wichtigsten Meldungen kamen aber heute rein. Zum einen, ab 27.12. geht es auch in der EU mit Impfen los, was eigentlich ein totaler Triumph ist, wo ich mich einfach wundere, warum das nicht abgefeiert wird. Wir können nachher vielleicht noch drüber reden, was Impfen und Kommunikation, was man da machen muss. Also mir fällt ein bisschen auf, dass hier ein bisschen ein verhaltener Ansatz der Bundesregierung passiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Klügste ist oder ob man nach diesem Seuchenjahr nicht auch einfach mal dann, wenn ein Triumph da ist, den auch mal feiern sollte. Und diese Impfung ist ein Triumph. Und was also ist eine Party bei Martin Ho wäre eine angemessene Reaktion. Absolut, genau darauf, absolut darauf wollte ich hinaus. Also ich glaube, wir hören jetzt alle auf mit Quarantäne, nehmen uns in die Arme und feiern bei Martin Ho oder wo man sonst noch so angemessen feiert. Und dann sind wir natürlich noch immer in nach wie vor erschreckend hohen Todeszahlen, die auch nach wie vor einfach so hingenommen werden, wo es auch keine Erklärung gibt, weil mit Neuinfektionen gehen wir ja runter. Warum gehen wir nicht mit den Todeszahlen runter? Und es zeigt sich auch, dass das vielleicht nicht so deckungsgleich funktioniert, wenn das Virus einmal in einem System wie den Alten- und Pflegeheimen drinnen ist. Und da wäre es. Obwohl wir testen seit Monaten. Stimmt, und auch seit Monaten, seit Jahren fast schon, wegen der Grippe, auch schon, dass das entsprechende Material vor Ort ist. Also. Und also immer wieder, wenn der Professor Neuwirth auch die Übersterblichkeit zeigt sich, da gibt es auch noch ganz viel mehr Todesfälle, als berichtet werden, wo nicht klar ist, was das für Todesfälle sind. Das Kollateralschäden, sind es nicht getestete Covid-Patientinnen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sterben einfach wahnsinnig viele Menschen in Österreich und man redet kaum drüber. Eine Freundin eines Mitarbeiters wurde diese Woche nach einer glaublichen Fehlgeburt, das war dann ein Harnstau, ins AKH eingeliefert und der Frauenarzt hat es nicht angeschaut, weil erstens Corona und zweitens war er da jetzt operieren gegangen, ein Sonderklasse-Patient. Also schöne Sachen passieren im Land. Was mich sehr erheitert hat zur Impfung ist, dass der Herr Bundeskanzler gezeigt hat, wie unabhängig die Medien in Österreich sind, den Kurier und
wie heißt die zweite Qualitätszeitung neben dem Kurier Österreich, richtig, haben beide berichtet, dass Kurz mit Pfizer persönlich telefoniert habe und vereinbart habe, so und so viele Impfstoffe kommen. Komisch, dass der Sektionschef des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer, genau diese Zahlen als mit Pfizer von der EU vereinbart bereits am Montag kommuniziert hatte. Darum setzte der Bundeskanzler, der genügend zu tun hätte in einer Pandemie, showmäßig ans Telefon, um mit Pfizer zu reden und dann zu sagen, ja, wir kriegen so und so viel. Er wird wahrscheinlich morgen melden, wie viel Barrel Rohöl Österreich im Februar bekommt und wie viel Schweinehälften und Soja aus Südamerika im April. Er hat mit all dem nichts zu tun, aber er inszeniert sich dafür und die Medien spielen mit. Wieder mal ein schönes Beispiel. Mit und er ist ja auch nicht der Erste, sondern das ist ja einfach wieder das Playbook von Donald Trump, der ja auch schon quasi höchstpersönlich das Virus quasi mitentwickelt hat, quasi im Labor gestanden ist und es entwickelt hat. Und ich glaube, das ist dann die nächste Eskalationsstufe, nicht das wird besorgt, sondern es ist quasi im Bundeskanzleramt entwickelt worden. Aus den Stammzellen von Sebastian Kurz entwickelt. Er wird uns alle retten, ja. Was ist uns noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, wir gehen jetzt wieder in einen Lockdown, wenn wir zuerst spät zugesperrt haben und dann zu früh wieder auf. Und es wird wieder an unserer Disziplin liegen und die WHO empfiehlt, dass wir unter dem Christbaum, wenn wir mit haushaltsfremden Personen feiern, eine Maske tragen. Das wird keiner machen. Aber also das ist ja auch... Wenn man den Leuten noch nicht erklärt, was hier ist, es glauben jetzt ganz viele einfach, es ist jetzt okay, weil wir sind ja nicht mehr bei einer 7-Tage-Inzidenz von 600 oder so, also muss es ja okay sein. Dieses 100er, 50er, 30er, was auch immer das Ziel ist, das hat ja nie jemand ausgerufen. Also das weiß man, wenn man halt aber praktisch 18 Stunden am Tag quasi auf Twitter verbringt oder sich alle Podcast von Herrn Drosten angehört hat, dann macht man quasi so nebenbei das Minimate-Studium und ist kurz vorm Bachelor, was auch immer. Aber das kann man ja auch nicht von allen verlangen, dass sie sich die Infos selbst zusammensuchen. Ich verstehe es nicht, warum wir keine Zahlen haben, warum wir keine Parameter haben, warum wir keine Ziele haben, auf die wir gemeinsam hinarbeiten und ein Ziel unter 509 Infektionen und eine 7-Tage-Inzidenz von Karl Lauterbach hat heute 30 gesagt, ja gut, dann peilen wir das halt mal an, gemeinschaftlich und nicht immer so, es ist immer so ein bisschen nach Lust und Laune, so puh, im Lockdown, ja, mit 600 schon irgendwie, 200, da wabert man halt so dahin, aber gut ist das halt auch nicht, nur das sagt niemand, das ist besser als 600, neu, aber das Sterben hört nicht auf und die Leute liegen nach wie vor auf den Intensivstationen und nach wie vor in den Krankenhäusern und die arbeiten nach wie vor über ihrem Limit und das muss man halt auch mal sagen. In Deutschland sagt man ja längst, dass die Bevölkerung erst flächendeckend ab Dezember 21 in der Stufe 4 begonnen wird zu impfen und man rechnet damit, dass sich bis in den Sommer hält. Du hast die Woche berechtigt, wie ich finde, auf Twitter gefragt, naja, glauben wir, dass wir schneller oder langsamer sind als die Deutschen? Ich glaube, schneller ist schwierig. Ich fürchte es auch, gell? Vor allem, weil Deutschland, das ist wirklich sehr interessant, hat heute so eine Impfstrategie publiziert, natürlich am Tag. Wenn man sich vorbereitet und kommunizieren kann und will, dann kann man solche Dinge machen, wie so eine, ich glaube, 200-seitige Impfstrategie, wo wirklich sehr detailliert Studien zusammengefasst werden, verschiedene Kategorien gefunden werden und das begründet wird. Und auch als medizinische Laien kann man da mal gut reinlesen und kommt dann zum Beispiel drauf, dass Menschen mit einer anerkannten oder diagnostizierten Depression zum Beispiel früher geimpft werden, weil man hier einfach Korrelationen sieht oder auch Kausalitäten sieht zwischen psychischen Krankheiten und einem schwereren Verlauf. Die Bezugspersonen von schwangeren Personen, in meinem Umfeld gibt es gerade so viele Schwangere, aber das ist ganz wichtig für die zu wissen, dass die früher geimpft werden. Weil man das dann doch, Schwangere haben einen schweren Verlauf, können nicht gleich geimpft werden, dann die Personen drumherum impfen. Also das sind ja nicht unwesentliche Fragen für viele Leute. Und ich kann einfach nur hoffen,
dass man es 1:1 kopiert und nichts mehr daran rüttelt. Die Cousine eines bekannten Kabarettisten, Vorarlberg, schwanger, 8. Monat, Corona-positiv, war kein Platz. Im Spital haben die Verwandten sie privat Sauerstoffgeräte in Deutschland checken müssen. Ja. Irre, was sie abspielt. Irre, apropos irre. Helfe, Doro, helfen. Was sich auf Lesbos abspielt im Lager Karatepe, ist nichts anderes als Folter. Das sagt nicht nur ich, das sagt vor allem UNO-Experte, Menschenrechts-Koryphäe Gerald Knaus. Der ist einer der herausragendsten Migrationsforscher weltweit, gilt. Eine menschliche Schande, sagt der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Und das ist auch sehr, sehr, also diese Bundesregierung ist eine menschliche Schande. Und wenn man weiß, wie zurückhaltend Michael Ludwig normalerweise, also sagen wir so, wird sie ein bisschen Kreide vom Norbert Hofer ausborgen, das ein oder andere Mal, ist das schon sehr, sehr deutlich. Sebastian Kurz soll über Umfragen verfügen, dass 80% der Österreicher nicht wollen, dass diesen Menschen geholfen wird, respektive sie geholt werden. Doch ist nichts anderes als die sofortige Schließung dieses Folterlagers die unabdingbare Forderung eines jeden Menschen, der noch nicht nur einen Funken Anstand in sich trägt, sondern sinnerfassend die Deklaration der Menschenrechte lesen kann. Wir sitzen da im weihnachtlichen Zimmerl. Dort unten ist Elend und Doro Blanke und die Bock-Preisträgerin ist dort. Ich habe heute im Vormittag bis jetzt an 50.000 Euro reingekommen über PayPal und das Konto ist großartig, nur das ist da unten, die Doro kriegt ja keinen Cent dafür, das wird alles 1:1 dort investiert, in Zusammenarbeit mit der NGO Home for All. Da wird ausgekocht. Und heute in der Früh hat mir der Ferd Müller angerufen und hat mir erzählt, wie es da unten ist. Und es kommen immer wieder Berichte, wie über das kleine Dirndl, das im Schlamm liegen ist, bewusstlos. Das sind Zustände, die sind, wenn man die Fotos hier anschaut, einfach, egal wo man politisch steht, unmenschlich. Und wenn wir alles eine Gemeinsamkeit zumindest haben sollten, ist es, dass wir Menschen sind. Und zwar wurscht, egal wie man tickt, da geht es nicht um hart oder weich sein. Man ist nicht hart, wenn man Kinder im Dreck krepieren lässt. Es ist das schwächste Verhalten, das man zeigen kann. Es ist nicht gescheit aus strategischen Gründen, wenn man glaubt, dass auch die FPÖ-Wähler solche Arschlöcher sind, die wollen das Kinder krepieren, auf dieser strategischen Überzeugung auf der Linie bleibt, weil man glaubt, dass man sich so eine Mehrheit sichert, was nicht einmal die blödeste Strategie ist, wenn der Rest der Politik ja zu nichts anderem führt, als dazu, dass sich 1% freut und 99%, nämlich der Rest des Landes, nicht zu freuen hat. Weil er in einer Gesundheitskrise benachteiligt wird. Wo sind die meisten Infektionen, sagen es dann bei den Ausländern. Wer arbeitet in den Schlachthöfen? Wer arbeitet in den Verteilzentren? Die Ausländer. Ja? Und was kriegen die Zeit und was kriegen die ganzen Arbeitslosen, die jetzt produziert wurden? So. Lesbos, helfen bitte, paypal.me, Doro, Entschuldigung, helfe, Doro, helfen, weil wie unser Bundespräsident sagt, so sind wir nicht. Und ich glaube auch wirklich, dass wir nicht so sind, wir haben es nur vergessen ein bisschen. Es ist, wird auch das Niederste einfach herausgekitzelt aus den Leuten. Ja. Ja, es ist ja, Menschen sind vielfältig und manchmal denkt man ein bisschen erhabener und manchmal ist man schon so ganz tief irgendwie drinnen. Und die Frage ist halt, welche Seite wird befeuert von der Politik? Und das, was hier gemacht wird, nämlich, dass man Menschenrechte an Umfragen koppelt, dass man nur Härte zeigen will gegen die Schwächsten, das ist einfach das Allerniedrigste herauskitzeln aus den Menschen, das irgendwo drinnen ist. Und ich bin völlig überzeugt davon, dass man genauso gut die andere Seite, dass man, wenn man nur auf Entmenschlichung setzt, dass man dann die Entmenschlichung auch in den Umfragen sieht. Aber wenn man Solidarität erklärt, wenn man erklärt, um was es hier geht, dass es um Menschen geht, dann kann man genau diese Überzeugungsarbeit auch leisten. Man will halt nicht. Und ich bin wirklich enttäuscht von vielen Leuten, die glauben, das ist ein Spiel auf Zeit und man muss im Hintergrund leise die jetzt überzeugen. Nein,
Und wir sind jetzt über einem Jahr in dieser Diskussion drinnen. Also irgendwann ist es dann halt auch Schluss. Ja. Irgendwann ist dann halt auch, muss man halt auch einfach sagen, hier ist eine Linie, hier ist eine Zäsur, hier ist ein Aus und ich bin es nicht mehr bereit mitzutragen. Und immer so dieses Schielen auf Umfragewerte ist eine komplette Bankrotterklärung. Moralisch, politisch, in den eigenen Werten. Es ist eigentlich das allerletzte, was aus dieser ÖVP geworden ist. Das muss man in dieser Deutlichkeit einmal sagen. Ich war immer wie ich Schulsprecher war, war ich JVP-Mitglied, nicht? Und war sogar Bezirksobmann, Stellvertreter in Judenburg und so. Und war bei Schulungen und habe damals kennengelernt den Gerd Hirschmann, den Herbert Beyerl, den Altlandeshauptmann Greiner, den Bernd Schilcher, der leider schon verstorben ist. Die haben uns 15-, 16-jährige Bärschen aufgefordert zu Widerspruch, wenn du mit denen zusammengesessen bist, weil sonst war es fad, die wollten politisch streiten. Da waren wir in fünf Fragen unterschiedlicher Meinung und das hat es immer gegeben, eine intellektuelle Auseinandersetzung. Ja. Oder um Interessen. Ist auch okay, dass man es nicht ideologisch macht, sondern über die Vertretung von Interessen. Nur welchem Interesse verdient es, dass wir Menschsein aufhören sollen? Das ist doch die entscheidende Frage. Denn wenn ich heute, ich würde an Kickl, an Wilimski, die größten Akteure der Freiheitlichen Partei Österreichs, würde ich, wenn es Wotter saufen, außer zahlen. Ich würde ja nicht sagen, ha, der Strache, da sauft er jetzt. Ja? Sondern natürlich zahlst du ihn außer. Vielleicht den ich die Chance nutzen und dem dann auch nicht geben, aber bevor er die Rettung kommt. Aber ich würde ihn sicher retten. Ja? Und es ist doch wurscht, ob der Strache heißt oder Mohammed oder wurscht wie. Und es ist ja jetzt gar nicht die Zeit, darüber zu diskutieren, warum kommen die. Da war halt Krieg, da war halt Klimawandel, da war halt Armut. Das checkt er eh nicht, der Bundespasti. Und es ist ihm auch wurscht, wer nicht an Lösungen interessiert ist. Das ist gar nicht die Zeit, jetzt darüber zu reden, wie die Corona-Hilfen daneben gehen, sondern jetzt geht es nur darum, dass man die paar tausend Leute auf einen Kontinent verteilt, wo Länder dabei sind wie Polen und Ungarn, die im Jahr zusammen 17 Milliarden kriegen von den Nettozahlern und sie weigern, irgendeinem zu helfen. Ist doch letztklassig. Also das ist doch jetzt nicht, das ist jetzt die Zeit tatsächlich, sich von denen einmal abzuwenden, die ständig predigen, dass alles, was in unserem Land schiefläuft, mit Migration zu tun habe. Migration ist ein Problem oder eine Herausforderung von 20, die wir haben, und die schaffen es immer wieder, uns einzureden. Es geht nur um das eine und das hängt mit allem zusammen. Das ist fehlender Anstand, das ständig zu konnotieren, das Ausländerthema mit irgendwas. Weil es ist auch einfach, es ist auch einfach Rassismus. Also das kann man auch einfach mal sagen. Ob aus Kühl oder Überzeugung, ist mir wirklich egal. Denn das Resultat ist, dass das salonfähig wird, dass man das gut findet, dass es zum normalen Instrument der politischen Auseinandersetzung wird. Legitimieren die Grünen die Türkisen, muss man dann fragen. Ja. Ja, also. Das war ein trauriges Miau, ja, jetzt, was muss ich sagen. Nein, es ist so wirklich traurig, weil sie einfach so völlig am falschen Dampfer zu sein scheinen und zu glauben, sie haben das bessere Argument im Hintergrund, als ob die ÖVP nicht all diese Argumente kennen würde. Es ist hier keine Sachauseinandersetzung mehr. Es ist rechtliche Soziallehre, bitte. Es ist eine ideologische Auseinandersetzung, wo es darum geht. Ist man bereit zu entmenschlichen? Ist man bereit, Leute liegen zu lassen oder halt nicht? Ja, aber wie kann man dann noch von einer christlichen Partei, christlich-jüdischer Tradition, christlicher Wurzeln, Abendland reden? Das christlich-jüdisch würde ich bei einer christlich-sozialen Partei, die nicht unwesentlich vom Antisemitismus geprägt ist und nicht erst in den 30er Jahren, sondern seit 1910, oder früher, würde ich sowieso in Frage stellen, dieses sich einkleiden mit dem Judentum. Aber gut, das Freiheitlich ist ein anderes Thema. Freiheitlich ist auch nicht mehr antisemitisch. Ja, nein. Wir können gerne mal eine Sendung machen. Da laden wir dann den Bernhard Weiding ein und der kann uns genau erzählen über die Geschichte der Burschenschaften. Aber gut, ist nicht das Thema. Nein, aber die Grünen verzetteln sich hier völlig, weil sie glauben, dass sie ein argumentatives Gewicht haben. Also sie müssen endlich auf der Machtebene an. Kannst du das übersetzen? Weil meine Mama schaut vielleicht zu. Dieses also, wenn sie glauben, sie haben das bessere Argument und sie müssen die Fakten sich hinlegen und dann können sie sagen, bitte, liebe ÖVP, wusstet ihr nicht, das sind so und so viele Leute, sind in diesem Lager und dort ist es ganz schlimm und die ÖVP sagt, oh wow, danke. Natürlich. Man könnte Novomatic-Automaten aufstellen im Lager, liebe ÖVP. Und dann der Sobot könnte jetzt sagen, ja dann, das Land Niederösterreich.
Das Land Niederösterreich dankt Kara Tepe. Ja, bitte. Gibt sicher Spende übers Alois Mogge Institut. Man muss die ÖVP wirklich einmal auf der Machtebene begegnen. Das heißt, man muss ihnen halt einmal wirklich sagen, wir wissen eh, was ihr hier spürt, aber mit uns halt nicht. Und ja, aber das ist bei den Grünen nicht glaubwürdig. Also wenn die Grünen sagen, wir wissen, was gespürt wird, aber mit uns sicher nicht, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Aber also den Satz bringt der Kogler nicht einmal zusammen. Aber sie sind die Einzigen, die es können. Und das ist das, was sie nicht verstehen. Sie sind die, die können. Wir können nicht. Wir können es auf die Straße stellen, das finden die Grünen auch wieder nicht gut, aber wir können das machen. Aber sie sind die, die real bei einem Ministerrat da sitzen können und sagen können, wisst ihr was? Nein. Wir reden nun nichts mehr, wir beschließen nichts mehr anderes, bevor wir dieses Ding gelöst haben. Und wenn wir hier den ganzen Tag sitzen, na dann macht es euch schon einmal bequem. Das geht nur so. Es geht nur auf diese Ebene. Das nennt man in der Realpolitik Junktimierung. Man nimmt ein Thema und verknüpft eine Zustimmung mit dem Verhalten beim anderen Thema. Jetzt könnte man meinen, die Grünen wären auf die Idee gekommen und hätten sagen, das junktimieren wir. Wenn ich mir anschaue, was jeden Tag in die Zeitung entsteht, wird da nicht viel junktimiert, glaube ich. Und ich meine es wirklich, ich weiß, sie glauben, ich bin nur aus Prinzip gegen sie. Aber sie sind die, die diese Position haben. Die SPÖ hat diese Position nicht, die Caritas hat diese Position nicht, die böse Zivilgesellschaft haben es nicht, die lauten Linken haben diese Position nicht, die katholische Kirche hat diese Position nicht, die Doro hat es nicht, du hast es nicht, ich habe es nicht. Wobei man die SPÖ verteidigen muss, bitte. Die SPÖ hat sich in Sachen Unterwerfung selbst oft als verlässliche Partnerin erwiesen. Nein, natürlich, natürlich. Aber in der jetzigen Situation sind die Grünen, haben eine Machtrolle mit realer Macht. Und bitte, bitte, bitte nutzt diese reale Macht endlich. Und fangt nicht an zum Weinen und glaubt, ihr seid das Opfer. Ihr seid die real Macht ausüben können. Ich weiß nicht, wie ich es noch deutlicher sagen soll, aber... Glaubst du, können sie real, sollten sie real Macht ausüben? Natürlich. Dafür sind sie ja da. Es gibt keinen anderen Grund, eine linke Partei nach oben zu wählen, wenn sie sich dort verhält wie ein trauriges Lämpchen im Regen. Wenn ich oben bin, dann mache ich, was geht. Und dann mache ich das mit allen Methoden, die ich zur Verfügung habe und die ich bereit bin auszunutzen. Ich bin natürlich nicht oben, weil die Gebäude so schön sind oder weil ich mich auch mal wissen will, wie die Aussicht ist, ganz oben im Sozialministerium. Ich mache das, um für meine Leute, und aus linker Sicht hat man ein Klientel, das man vertritt, nämlich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder die Marginalisierten, wie auch immer, und hol für die raus, was geht. Ich bin dort nicht in einer Debattierrunde mit der Partei gegenüber. Ich hau dort rein, wie geht und was geht. Wobei, ich glaube, der Rudi Anschober, der mag seinen Job gern, weil mit 3 Pressekonferenzen in der Woche musst du mal einen 18er verdienen im Monat. Das ist, weil was anderes kann er nicht machen, wenn ich mir die Performance anschaue. Und damit kriegen wir jetzt die Kurve wieder zum Thema Corona. Ich glaube im Übrigen, dass das Hinstolpern und Herumstolpern der Regierung einen Grund hat, nämlich, weil die Deppen völlig falsche Wirtschaftshilfen gebaut haben. Stichwort Umsatzentschädigung, Umsatz als absurdeste Größe. Stichwort Kurzarbeit auch für Unternehmen, die hochprofitabel sind, denen man quasi Gewinne ersetzt, ja, die gar nicht in ihrer Existenz bedroht wurden. Da sind Milliarden ausgekaut worden und die werden sie ausgerechnet haben, bis wir 60-70% Durchimpfungsrate haben, können wir das nicht mehr brennen. Und das ist der wirkliche Grund, glaube ich, warum man nicht in heute Lockdowns geht, weil man draufgekommen ist, weil du kannst nicht zuerst rausgehen und sagen, dieses Sofa kostet bei uns heute statt 1.000 nur 500 Euro. Ja? Und dann denkst du, das du investiere jetzt und dann ist das Scheiß-Sofa aber irgendwann nicht mehr zum Verbrennen und du kannst dem Kunden nicht sagen, es kostet jetzt auf einmal wieder 2.000, obwohl es zuerst 500 kostet. Das wird nicht funktionieren und genauso wirst du nicht sagen können, ich zahle jetzt erst 80% der Gastronomie und dann sagst du dann halt in den nächsten Monaten 50, 40, 30 und irgendwann wird es dann crashen. Und ich glaube, das ist in Wahrheit der Grund, ja, weil das geht sich sonst für die glauben, sie können sich das nicht mehr leisten, weil es so großzügig waren und wenn es weiter so großzügig wären, dann sind wir pleite und wenn sie aber nicht großzügig wären, sind sie hin. Also das ist meine neue These. Das ging plausibler als alles, was ich je gehört habe. Ich dachte, das ein bisschen so nach Launen oder nach Umfragen oder was auch immer. Aber ja, so ähnlich wird es laufen und das ist natürlich fatal,
weil wir müssen noch durchhalten und wir werden sie auch gleich besprechen, ja, wie der ganze Prozess sein wird. Aber anstatt, dass man Perspektiven gibt, anstatt, dass man strukturiert sagt, gut kommuniziert, macht man einfach irgendetwas die ganze Zeit. Ja, es ist im Übrigen großartig, mein Highlight der Woche im Fernsehen war, als ich um 1 in der Früh neben Hackeln OE24 eingeschalten habe und Wolfgang Fellner dreimal dem Westenthaler erklärt hat und dem, weiß der Kalin oder weiß der Chapi, weiß nicht mehr, dass morgen exklusiv bei uns Peter Maischberger sitzen wird. Denn Peter Maischberger war einer der führenden Funktionäre der Freiheitlichen Partei. Morgen bei Firma Live, Peter Maischberger. Ne? Und keiner ist von den Trotteln, die dort gesessen sind, hat gesagt, der heißt Walter Oet. Also, das war mein Highlight. Das jetzige Highlight ist der Florian Kramer. Bitte ihn herein und moderiere ihn ein. Bitte, Florian Kramer, du hast ihn vorher schon genau anmoderiert und wir sind sehr froh, dass er hier ist. Wie gesagt, ich habe mir schon ganz viele Fragen zusammengeschrieben und freuen uns jetzt ganz unkontrovers, ganz genau über das Thema Impfen sprechen zu dürfen. Rudi, magst du beginnen mit der ersten Frage? Mit der ersten Frage, ich gehe jetzt gleich Frühstück bei mir. Du hast gesagt, man kann nicht lockern, solange man nicht bei 500 ist. Jetzt 2.500, ja. Das ist, und du hast dann gesagt, so 200 war noch besser. Wir reden da von Neuinfektionen pro Tag. Wenn ich jetzt von dem noch besser ausgehe, weil wir so eine Sumsa-Streber, dann sind wir ums 12-fache drüber. Das wirkt für einen Laien wie mich ein wenig beunruhigend. Wie ist es denn? Ja, schon beunruhigend. Zuerst einmal hallo. Es ist halt leider so, da gibt es keine super tolle Strategie, von der wir wissen, sie funktioniert und es wird, mit dem wird man alles hinkriegen. Aber natürlich wäre es jetzt ganz gut, wenn man die Fälle so weit runterbringt, dass man ein effizientes Contact Tracing machen kann. Wenn du die Fälle so weit runterbringst, und das können nur ein paar hundert sein, das kommt auch darauf an, wie viel Contact Tracer ich habe, wie schnell man da testen kann, wie schnell die Ergebnisse da sind und wie gut, dass du das wirklich machen kannst, dann kannst du es kontrollieren. Das kannst du aber mit 2.000 Fällen nicht, das kannst du mit 5.000 Fällen nicht, das kannst du vielleicht eben mit 200 oder 300 oder 400 oder 500 Fällen machen und dann kann man es wirklich unten halten und kontrollieren und das ist eben das Riesenproblem. Solange wir das nicht auf ein Level runterbringen, dass wir kontrollieren können, kann das eben immer wieder raufgehen und wir sehen das jetzt in den Niederlanden zum Beispiel oder in Tschechien, die haben einen Lockdown gehabt oder die haben Maßnahmen gesetzt, die sind runter von einem Peak, sind dann leider auf hohem Niveau geblieben, also in den Niederlanden war es auf fast 10.000, dann sind sie auf 5.000 runter und jetzt sind sie wieder rauf und das kann natürlich in Österreich auch passieren und das wäre nicht gut, weil das wird die Situation nicht wirklich verbessern. Wenn du das aber wirklich runterbringst auf eine Zahl, wo du ein gutes Contract Tracing betreiben kannst, dann kannst du es vielleicht unten halten und dann kannst du wirklich lockern. Das ist halt das Problem. Nur es ist halt schwierig. Also es ist nicht so, dass Österreich das einzige Land ist, das mit dem Problem kämpft. Und es gibt wenige Länder, die es wirklich gut gelöst haben. Und die meisten sind entweder Inselstaaten oder haben die einzige Landgrenze zu Nordkorea. Also von dem her schwierig. Ja, nichts gegen Nordkorea. Die haben gar keine Fälle. Weil wenn du dort infiziert bist, wirst du erschossen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist einem am Anfang wirklich passiert. Das ist leider gar nicht witzig. Ja, aber wie gesagt, es ist eine schwierige Situation. Es ist schwierig, das zu kritisieren, weil es eigentlich wenige Regierungen gibt, die gut damit umgegangen sind. Aber man hätte sich natürlich gewünscht, dass man da schon sich vielleicht im August darauf vorbereitet hätte, Maßnahmen gesetzt hätte, vielleicht auch Maßnahmen, die zu dem Zeitpunkt sehr unbeliebt gewesen wären. Aber dann hätte man das vermutlich unten halten können. Das Problem ist eben, das sehen wir bei vielen Viren, dass die eine gewisse Saisonalität haben. Das heißt, die sind im Winter infektiöser, vielleicht einfach, weil das Virus durch höhere Temperaturen schneller zerstört wird.
Vielleicht auch, weil man sich eben eher in Innenräumen aufhält. Das ist nicht ganz klar, aber man sieht das bei humanen Coronaviren, also bei diesen Erkältungskoronaviren. Du siehst das bei Influenza. Und am Anfang einer Pandemie sieht man das normalerweise nicht so stark, aber diese Saisonalität kommt dann durch und es ist halt im Winter schwieriger. Aber wenn man es gut vorbereitet hätte, wäre es vielleicht möglich gewesen, dass man Lockdowns generell verhindert hätte. Hätte man da machen Immer müssen? Was leichter. sagen da, was sagt da die Erfahrung in anderen Ländern? Was wäre da die quasi lege artis, wie ihr Akademiker sagt, glaube ich. Ne? Also was wäre so Best Practice quasi? Ja, was man sich da gewünscht hätte, wäre eben, dass man im August einmal darüber redet, was jetzt passieren kann, dass da Gefahr da ist, und dann anfängt, dass man zum Beispiel überlegt, wie fangen wir jetzt den Schulstart an, ohne dass wir da Infektionen haben, wie machen wir das sicher? Und wenn es zu mehr Infektionen kommt, wie können wir Schule auf E-Learning zum Beispiel umlagern, auf schnelle Art und Weise? Man hätte sich überlegen können, dass man eben Restaurantbetrieb in Innenräumen stoppt. Solche Dinge. Man hätte allgemeine Maskenpflicht noch im August einführen können. Das sind alles Dinge, die das natürlich verlangsamt hätten. Aber ich glaube, es war schwer gewesen, eben im August der Bevölkerung zu sagen, naja, wir machen das jetzt, weil da war wenig Virus unterwegs. Und ich glaube, die Einstellung vor allem in Europa war eben so, naja, im Sommer ist nichts passiert, die Geschichte ist gegessen. Wäre schwer gewesen, die Bevölkerung da mitzunehmen. Aber das hätte vermutlich einen Einfluss darauf gehabt, wie schnell es da jetzt zu einer Zunahme gekommen ist. Und es ist halt auch oft schwer, weil die Leute schauen sich das an, dann gibt es 500 Fälle, 600, 700 und dann rechnet man aus, naja, bis Weihnachten mal vielleicht 3000 Fälle und dann hat man aber die 3000 Fälle ein paar Tage später. Ich glaube, das sind auch oft Probleme, dass sie die Leute nicht vorstellen können, wie schnell das raufgehen kann. Ja, vor allem, wenn es Minister sind, das ist, glaube ich, eher das Problem. Wenn es der Normalbürger nicht checkt, ist nicht so gefährlich. Ja. Ja, aber du musst den Normalbürger mitnehmen. Du kannst Maßnahmen einführen und dann hält sich keiner dran. Und das ganze Ampelsystem war ja eigentlich eine gute Idee. Super. Aber es hatte dann irgendwie keiner mitgemacht. Ich weiß nicht, ich sage jetzt vielleicht was Falsches, aber mir kommt vor, da war eine Geschichte mit Linz und da wäre die Ampel umgesprungen und dann hat der Linzer Bürgermeister irgendwie nicht mitgespielt. Das ist halt irgendwie ein Problem. Wenn man das effizient macht, das kann schon funktionieren. Aber wie gesagt, es ist halt ein seltener Fall, dass so eine Pandemie eintritt. Und es ist halt, Politiker müssen dann schnell lernen, damit umzugehen und da macht man Fehler. Man muss schon sagen, im Frühjahr kann man der österreichischen Regierung die Note 1a vergeben. Also das war's. Richtig. Jetzt haben wir halt ein kleines Problem, leider. Ja, und es war, hat ja eigentlich dann schon begonnen mit, dass man im Sommer die Maskenpflicht einfach komplett wieder abschafft. Und ich glaube, damit haben ganz viele Leute gedacht, na, dann ist es jetzt vorbei. Es wurde ja sogar gesagt, dass die Pandemie vorbei ist. Also dieser Zickzack-Kurs ab Sommer führt dann leider, glaube ich, zu dem, was wir jetzt sehen. Also die Ampel wäre ja tatsächlich, das ist ähnlich wie diese Tires in UK, wo jetzt London wieder raufgestuft worden ist. Da, und dann gibt es immer so eine Grafik, was man darf und zu wie viel und so weiter. Und das haben die, glaube ich, in UK, wo auch nicht alles ideal gelaufen ist, verinnerlicht. Nur in Österreich hatten wir so viele Ampeln. Es gab eine Schulampel und es gab eine ganz österreichische Ampel und dann hat jedes Bundesland doch mal eine Ampel gehabt und dann waren manche Ampeln auf Gelb und manche waren auf Orange und andere waren schon auf Rot und das trägt nichts zur Klarheit bei. Naja, aber vielleicht kann man sich für die nächste Pandemie überlegen. Ich weiß, die meisten Leute denken, das passiert jetzt nur einmal und das war die Geschichte dann. Ich habe jetzt eigentlich vor kurzem mit meinem Großvater geredet und ich habe ihn gefragt, ob er sich an die 57er und die 68er Pandemie erinnern kann. Und er hat gesagt, nein. Und das hat mich auch irgendwie schockiert. Wir hatten vier Influenza-Pandemien in den letzten 100 Jahren und das ist sicher nicht die letzte Pandemie. Also man kann sogar annehmen, dass es zu solchen Dingen öfter kommt, weil eben im Prinzip es immer mehr Interaktionen zwischen Menschen und Tieren gibt. Es gibt mehr Tierhaltung und es wird mehr Lebensraum zerstört. Und das sind natürlich alles Faktoren, die sowas beschleunigen können. Also man muss da aufpassen. Ich glaube, man muss sich da auf die nächste auch vorbereiten. Das kann jetzt Weiß man da schon die Kandidaten, welche Viren die nächsten sein könnten, oder kommt das dann völlig überraschend? Kann man da eine Castingshow machen? Nein, da kommt gar nichts überraschend. Ich sage euch das. In 2016 zum Beispiel hat der Ralf Baric
an der UNC ein Paper publiziert. Da ist ein Coronavirus beschrieben drinnen, das dem jetzigen sehr ähnlich ist. Und die Überschrift war klar, das ist ein Virus, das eine Pandemie auslösen kann und das Probleme Menschen verursachen kann. Das haben einige Leute publiziert, aber das kommt nicht durch. Das ist das Problem. Und du hast da Virusfamilien, Paramyxoviren, Coronaviren, Orthomyxoviren, wo wir wissen, da sind Kandidaten drinnen, die können eine Pandemie mit einem respiratorischen Erscheinungsbild Übertragung auslösen. Und das sind die Problemkinder. Sicher, wenn es da Zika-Pandemie hast oder einen Zika-Ausbruch oder einen Ebola-Ausbruch, ist das auch schlimm. Du kannst sowas mit Non-Pharmaceutical Interventions eben relativ leicht aufhalten. Beim respiratorischen Virus mit einer Reproduktionszahl von 2 bis 3, da kannst du nicht viel ausrichten. Das ist das Problem. Aber wir wissen, dass die Viren da draußen sind. Wir warnen. Es hört natürlich oft niemand zu. Ne? Übersetzt heißt es, ist mit Viren da recht. Da braucht man gar keine Medizin. Da braucht man nur aufpassen. Und dann gibt es welche, wenn es über die Lunge ist und man 2, 3 Leute ansteckt, jeder, dann ist gefährlich. Naja, ich meine, sicher brauchst du bei Zika und bei Ebola auch Lösungen. Bei Ebola gibt es ja mittlerweile auch 2 zugelassene Impfstoffe in der EU. Das hilft natürlich auch, wenn du da mit einem Impfstoff arbeiten kannst, aber das Virus überträgt sich einfach nicht so einfach. Da brauchst du dann Kontakt mit Körperflüssigkeiten, mit kontaminierten Oberflächen und das kannst du leicht abstellen. Nur wenn ich im Flugzeug sitze und du sitzt da 7 Reihen weiter hinten, kannst du eben mit SARS-CoV-2 auch anstecken, mit Ebola nicht. Und bei Zika brauchst du eine Mücke, die jemanden sticht, der infiziert ist und die dann dich sticht. Die Mücke kannst du vom Leib halten mit einem Moskitonetz oder mit irgendwelchen Chemikalien. Also die Sachen sind leichter auszuschalten. Bei respiratorischen Viren ist das extrem schwierig. Hat die überrascht, wie gefährlich das ist jetzt? Oder ist gefährlich eigentlich oder ist nicht gefährlich, das Virus jetzt so aus der geschichtlichen Einordnung dieser Pandemien, die wir da gehabt haben? Na schon, also das geht jetzt über die 57er und die 68er Pandemie drüber. Also auch wenn man das jetzt auf die Weltbevölkerung normalisiert, es hat ja weniger Leute gegeben, kommt das da jetzt schon ran. Natürlich die 1918er Pandemie ist eine ganz andere Geschichte. Da reden wir von 40 bis 100 Millionen Toten, also 40 ist die konservative Schätzung. Das war natürlich um einiges mehr und die 2009er H1N1-Pandemie war natürlich um einiges weniger. Also da schätzt man, dass es ungefähr 250.000, 270.000 Tote gegeben hat. Aber das Virus war eben nicht so pathogen. Hast auch nicht aufhalten können. Aber ungefährlich ist das Virus nicht. Ne? So, versuchen wir zu einem positiveren Thema hinzukommen. die Impfung. So. Wir sind jetzt kurz vor der Impfzulassung. In den USA gibt es es schon, in Kanada gibt es es schon, in UK gibt es es schon. Das BioNTech-Pfizer-Virus. Mhm. Virus sag ich schon, gegen das Virus, oh mein Gott. Jetzt, die ganzen Verschwörungstheoretiker sind sich schon bestätigt. Das mit dem Gates-Chip, muss ich sagen. Ja, genau. Ist das der Game-Changer, den es gebraucht hat? Also wird uns diese Impfung jetzt retten? Ich glaube schon, dass das ein Game-Changer ist. Natürlich, die Impfung, wir sehen das jetzt, hat eine recht hohe Effizienz. Das heißt, wenn ich geimpft bin, also auch verglichen mit anderen Impfungen ist das recht gut. Das heißt, wenn ich geimpft bin, bin ich vor Erkrankung geschützt. Und das ist schon mal super. Das heißt, wir haben jetzt ein Werkzeug, wo wir Hochrisikogruppen impfen können. Und man muss sich dann, wenn Opa und Oma geimpft sind, nicht mehr Sorgen machen, kann ich die jetzt besuchen gehen und was passiert, wenn ich die besuchen gehe? Weil ja, die sind dann geschützt, ne? Und natürlich, wenn mehr und mehr Leute geimpft sind, wird es eben viel weniger Probleme mit dem Virus geben. Es wird viel weniger Virus in Zirkulation geben. Und natürlich, es werden weniger Leute krank werden. Es wird nicht mehr zu solchen Wellen kommen. Aber was man sich nicht vorstellen darf, ist dass jetzt von einem Tag auf den anderen alles besser wird. Das wird dauern. Und B, das Virus wird auch nicht verschwinden. Also es ist nicht. Na, das ist, das, wir haben bis jetzt 2 Viren von der im Prinzip ausgerottet. Ne? Das eine war das Bockenvirus in Menschen und das zweite war das Rinderpestvirus in Rindern.
Und mit Polio probiert man es und da geht schon seit, ich weiß nicht, 10, 20 Jahren versucht man das und man kriegt es nicht hin. Mit einem respiratorischen Virus wird das extrem schwierig. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber wir werden dann wahrscheinlich immer ein paar Fälle haben. Es wird vermutlich ein paar Tote pro Jahr geben, aber wir reden dann wahrscheinlich eben nicht von 100 Toten in einem Tag, sondern wir reden vielleicht von 100 Toten in der Saison. Und das ist ein Unterschied, das ist ein Riesenunterschied. Das ist was, mit dem man im Der Prinzip Bruchteil, ja. umgehen kann, natürlich. Und ja, also vor allem, wenn es eine Impfung gibt, die effizient ist, das wird kein, ich glaube, das wird in der Zukunft vielleicht schon im Herbst überhaupt kein Problem mehr sein, wenn man entsprechende Durchimpfungsraten erreicht. Wie hoch muss die Durchimpfungsrate sein, damit so ein normales Leben wieder möglich ist? Das hängt ja dann auch davon ab, ob man nicht nur selbst nicht krank wird, sondern um das Virus auch weitergeben kann. Gibt es da Unterschiede bei den Impfungen? Ja, da gibt es Unterschiede. Also grundsätzlich so an die 70% wäre schon schön. Natürlich kommt da jetzt ein Prozentsatz von Leuten dazu, die schon Infektionen hatten. Und mittlerweile gibt es auch gute Daten dazu, die sagen, dass diese Leute geschützt sind. Man muss natürlich aufpassen, wenn wir jetzt von solchen Dingen reden, ist nichts absolut. Es kann Reinfektionen geben, die hat man schon wissenschaftlich dokumentiert. Aber man weiß mittlerweile, dass das Risiko, dass man eine Infektion hat, wenn man schon eine Infektion hat, das sehr gering ist, verglichen mit, wenn man eben noch keine Infektion hatte. Also, du hast die paar Prozent, die das schon hatten, plus die, die geimpft sind. Ne? Also, das wird schon mal sehr helfen. Was jetzt die Frage der Infektionen und der Weitergabe des Virus betrifft, das ist ein bisschen schwieriger. Wenn man Impfstoffe in den Muskel injiziert oder intradermal gibt, dann kriegt man Immunantwort, das ist im Prinzip eine systemische Immunantwort. Du kriegst da Antikörper IgG, das ist ein Typ von Antikörpern, und das schützt deine Lunge, sehr gut sogar. Und ein bisschen was von dem geht auch auf die Atemwege, aber nicht besonders viel. Wenn du die Atemwege effizient schützen willst, musst du den Impfstoff intranasal geben, zum Beispiel. Dann schützt die Atemwege sehr gut. Da kriegst du eine mukosale Immunantwort. Und diese Impfstoffe sind jetzt alle, werden jetzt alle injiziert und da kriegst du eine gute Immunantwort und du bist vor Krankheit geschützt. Und man hat sich das im Affenmodell angeschaut. Wenn man die Affen dann mit dem Virus infiziert hat, um zu sehen, wie gut die Impfung schützt, da war die Lunge geschützt, die sind nicht krank geworden. Aber es hat eben noch Virusreplikation in den oberen Atemwegen gegeben. Viel kürzer und viel weniger Virus als in den nicht geimpften Affen, aber es war noch nachweisbar. Und die Erwartungshaltung ist, dass das bei geimpften Menschen ähnlich ist. Es wird sicher Leute geben, die sich dann nicht mehr infizieren können, aber es wird auch Leute geben, die sich infizieren und die dann möglicherweise, und wenn die Umstände blöd sind, dass sie das auch weitergeben können. Aber vermutlich weniger effizient als jemand, der nicht geimpft ist. Und da gibt es jetzt auch von Moderna die ersten Daten dazu. Die haben ja heute das Meeting mit der amerikanischen Zulassungsbehörde. Das ist einer dieser RNA-Impfstoffe. Und die haben eben, als sie die zweite Dosis, man muss die Impfung ja zweimal kriegen, als die zweite Dosis verabreicht haben, haben die immer einen Test gemacht und geschaut, wie viele Leute jetzt SARS-CoV-2 positiv sind. Ne? Und die haben einen Unterschied gesehen. Also in der Kontrollgruppe, das sind die Leute, die eben die Salzlösung bekommen haben, hatten die 38 Positive und in der geimpften Gruppe 14 Positive. Von denen hatte niemand Symptome. Also es waren asymptomatische Infektionen, aber es sind natürlich mehr in der Placebo-Gruppe. Und da muss man sich die Daten natürlich viel genauer anschauen, da muss es mehr Daten geben. Also erster Hinweis darauf, dass man nicht nur eine sehr gute Effizienz, was jetzt den Schutz vor Erkrankung hat, betrifft hat, sondern dass es vielleicht auch einen Einfluss wirklich auf die asymptomatischen Fälle hat. Vielleicht nicht so stark und nicht so gut wie der Impfstoff vor Erkrankungen schützt, aber vielleicht doch. Also schaut im Prinzip so aus wie in Affen bis jetzt. Da passt gleich eine Frage aus dem Chat noch dazu.
Macht es Sinn, sich zu impfen, wenn man schon die Krankheit hatte? Beziehungsweise, es wissen ja auch nicht alle, ob sie die Krankheit schon hatten. Macht es nicht Sinn, großflächig Antikörpertests zu machen, um, wenn es wenig Impfdosen gibt, die auch effizient aufzuteilen? Jein. Grundsätzlich würde es schon Sinn machen, wenn jemand schon Antikörper hat, hat er viel geringeres Risiko, sich zu infizieren. Das Problem ist eben, man muss dann alle Leute testen und dann muss die vorher testen und dann hast du das Testergebnis und bei den Antikörpertests kann es ein bisschen dauern und dann musst du sie wieder zurückholen und impfen, ne? Und das ist aufwendig. Und in den USA zum Beispiel hat man beschlossen, dass man das jetzt gar nicht machen wird. Man wird einfach alle impfen, für die man eben jetzt Impfstoffdosen hat. Und was Sicherheit betrifft, in den klinischen Studien waren natürlich Leute dabei, ein gewisser Prozentsatz, die schon Antikörper hatten. Man hat das vorher nicht getestet, also man hat die nicht rausselektiert. Und von dem her weiß man, dass es da kein Sicherheitsrisiko gibt. Die haben wahrscheinlich bessere Antikörperantworten. Wenn dein Immunsystem das Virus schon gesehen hat und dann kriegst du die Impfung, reagiert das natürlich um einiges besser. Da schreibt jemand, welchen Impfstoff würden Sie der Altersgruppe 30 bis 45 empfehlen? Jeden, der zugelassen ist. Ja, momentan kann man da nicht wirklich andere Dinge sagen. Ne? Der zugelassen ist. Momentan ist noch keiner in Österreich zugelassen. Das ist eben quasi das Problem, da hast du jetzt keine Auswahl. Aber es sind natürlich einige, die schon sehr weit in der Entwicklung sind. Und da werden noch welche nachkommen. Ich habe da meine Favoriten, basierend auf was ich in der Entwicklung gesehen habe und im Tiermodell gesehen habe. Aber ich würde mal sagen, momentan den ersten, der zugelassen wird, den würde ich nehmen. Ist es tatsächlich auch bei den Tests so, dass bestimmte Impfstoffe, wir müssen ja keinen Namen nennen, wenn das jetzt blöd ist, besser bei bestimmten Gruppen wirken als andere? Also es geht so herum, dass BioNTech, Pfizer besonders gut bei der älteren Gruppe wirkt, dass andere Impfstoffe besser sind für eine mobilere Gruppe, weil sie diese Weitergabe stärker unterdrücken und so weiter. Also ist es tatsächlich so? Ja, da kannst du jetzt nicht viel sagen. Das Problem ist, es kommt ja immer darauf an, wie die Studie angelegt ist, wie viele Fälle es gab und wie viele Teilnehmer aus einer gewissen Altersgruppe du hattest. Also beide, Pfizer und Moderna, haben versucht natürlich die amerikanische Bevölkerung abzubilden, das heißt wirklich People of Color drinnen zu haben, alle möglichen Altersgruppen. Und Pfizer hat es geschafft, dass die genügend 65- bis 85-Jährige drinnen hatten, sie da eine statistisch sinnvolle Analyse machen haben können und sagen haben können, ja, wir haben in der Altersgruppe 94% Effizienz. Das war wichtig, weil das natürlich die Altersgruppe ist, die am gefährdetsten ist. Moderna hat das auch versucht, aber die haben eben keine statistisch signifikanten Daten zu der Altersgruppe. Die können eine Aussage nur über die ganze Gruppe treffen. Das ist natürlich schade, aber das ist anzunehmen, weil ja der Pfizer-Impfstoff, der Moderna-Impfstoff sehr, sehr, sehr ähnlich sind. Die sind fast ident, dass das Gleiche der Fall ist. Und es gibt ja auch gute Daten zur Immunogenität, also wie viel Antikörper man jetzt kriegt, auch vom Moderna-Impfstoff. Und das schaut auch eigentlich auch sehr gut aus. Der ist geil, der Moderna. Weil du sagst, du hast deine Fans. Ist das geile Ding? Oder? Der Moderna-Impfstoff? Ja, oder müssen wir noch auf was ganz Geiles warten? Mir ist das eigentlich wurscht. Nein, das ist mein Favorit ist nicht von Moderna oder von Pfizer. Mein Favorit ist von einer kleineren Firma. Das ist ein rekombinanter Proteinimpfstoff von der Firma Novavax. Und der ist mein Favorit, weil die wahnsinnig hohe neutralisierende Antikörpertiter im Tiermodell, aber in der Phase 1 erreicht haben. Und zwar kannst du das oft nicht direkt vergleichen, weil das sind verschiedene Labors, die verschiedene Tests verwenden. Aber die sind etwa 10-mal so hoch wie Moderna und Pfizer. Und das ist beeindruckend. Also, warte mal, wegen einem Aktienkauf morgen. Sag noch einmal den Firmennamen, bitte. Novavax, aber Sanofi bastelt an einem ähnlichen Impfstoff, der wahrscheinlich genauso viel kann. Also ich würde da jetzt beide kaufen. Ich weiß gar nicht, ob Sanofi an der Börse ist. Keine Ahnung. Ich rufe an, ich finde es raus.
Okay. Kaufst du, die Revolution kauft jetzt das Kapital. Wir drehen das Spiel einmal um. Naja, du musst aber aufpassen, weil ein paar kleinen Firmen, die haben oft Probleme, dann wirklich in eine Large-Scale-Produktion zu gehen und genügend herzustellen. Das heißt, da kann es noch zu Problemen kommen. Und wenn du einen guten Impfstoff hast, aber statt 1 Milliarde Dosen eben nur 2 Millionen herstellen kannst, dann ist, glaube ich, mit dem Aktienkurs auch eher schlecht. Das wissen die Leute, die jetzt kaufen, eh nicht. Okay. Glaube ich. Ey. Ich kenne mich mit Aktien nicht aus. Also. Aber kannst du nur erklären, was das heißt? Dieses, du zuerst sagst, das Verfahren von diesem Impfstoff, das ist ein Reko irgendwas? Ein genau, da gibt es unterschiedliche. Wie viele unterschiedliche gibt es denn da? Ich habe das nicht verstanden, was das ist. Dieses, wie hat das geheißen? Rekombinanter Proteine. Ja, was heißt das? Ja. Ja, da nimmst im Prinzip, und das klingt jetzt nach Science Fiction, ist es aber eigentlich gar nicht, da nimmst die Sequenz von dem Oberflächenprotein von SARS-CoV-2, ne? Und dann klonierst du es in dem Fall, das klingt jetzt, das wird jetzt sehr komisch klingen, klonierst du es in ein Insektenvirus, ja, in ein Baculovirus. Das heißt, erotisch. Ja, das ist ja schon. Ja, es schaut so stabförmig aus, wie so ein Hirtenstab vom Bischof. Ne? Und mit dem infizierst du dann in einem Bioreaktor Insektenzellen, okay? Und die Insektenzellen machen dann dieses Protein an ihrer Oberfläche. Da gehst du dann mit einem Detergenz rein, löst es raus und dann reinigst es auf. Das klingt jetzt wahnsinnig komisch. Ist aber so. Das ist ja ein geiles Computerspiel. Ich habe Akte X geschaut, das klingt wie ein ganz normaler Plot von Akte X. Also es gibt einen Influenza-Impfstoff in den USA, der genauso hergestellt wird, der zugelassen ist und schon seit einigen Jahren am Markt ist, der recht gut ist. Und die Impfstoffe gegen Hepatitis B und gegen HPV werden so ähnlich hergestellt, nicht ganz gleich. Aber da gibt es eben schon recht viel Erfahrung mit der Technologie. Das ist eine der Technologien, das ist schon fast eine klassische Technologie. Und wir werden dann zu Reptiloiden. Manche von uns vielleicht, ich weiß das nicht. Nein, also wie gesagt, das ist ein recht klassischer Impfstoff, recht klassisches Verfahren, da passiert nichts. Und dann gibt es ja noch diesen AstraZeneca-Impfstoff, das ist eher so der dritte irgendwie im Bunde, der für Österreich relevant wird. Der funktioniert auch nochmal anders, das ist ein Vektor-Impfstoff und da gibt es ja schon einige Bedenken, weil der auch oder andere Vektorbehandlungen, wie auch immer, zu Nebenwirkungen führen. Stimmt das oder ist das für den Impfstoff nicht relevant? Ja, Nebenwirkungen. Also bei beiden, den RNA-Impfstoffen und den Vektorimpfstoffen, sehen wir, dass es viel Reaktogenität gibt. Was ist jetzt Reaktogenität? Das ist im Prinzip die Nebenwirkungen, die manche Leute bei einer Grippeimpfung kriegen, wo du der Arm schmerzt und dann hast vielleicht erhöhte Temperatur am nächsten Tag, vielleicht fühlst du dich müde, vielleicht hast du Kopfweh, vielleicht fühlst du dich, wie wenn du krank werden würdest. Das nennen wir Reaktogenität. Das ist bei vielen zugelassenen Impfstoffen, tritt das auf, bei den meisten nicht sehr häufig, aber bei diesen SARS-CoV-2-Impfstoffen, und zwar bei den Vektorimpfstoffen und bei den RNA-Impfstoffen, tritt das recht häufig auf. Der Großteil der Leute, die diese Impfstoffe bekommen, kriegen das. Bei den RNA-Impfstoffen ist es interessanterweise die zweite Dosis, die das auslöst. Und 80% bringt das, ne? Ja, das ist, kommt darauf an, welche Definition dass du das anschaust. Das wird eingeteilt in milden oder schwer. Aber das ist schon ein großer Prozentsatz. Und das ist im Prinzip ungefährlich. Das ist Immunantwort, das ist im Prinzip ein Zeichen dafür, dass die Immunantwort arbeitet. Da wird werden Botenstoffe ausgeschüttet, Interferon zum Beispiel, die führen eben zu diesen Symptomen. Und das hat man bei den viralen Vektorimpfstoffen. Bei den rekombinanten Proteinimpfstoffen und bei den inaktivierten Impfstoffen, die vielleicht für Österreich nicht so relevant sind, aber für die Welt relevant sind, tritt das eher weniger auf. Also ja, da gibt es noch... Inaktiv ist was? Naja, das ist die ganz klassische Methode. Das hat man schon gemacht, bevor man gewusst hat, was ein Virus ist. Ne? Totimpfstoff, schreibt da einer. Genau, Totimpfstoff oder inaktiviert. Du nimmst das Virus, das isolierst von irgendwem,
Dann lass das auf Zellen in einem Bioreaktor wachsen und dann inaktivierst es entweder mit UV-Licht, mit Beta-Propiolacton, mit Formalin. Und das Virus ist das dann im Prinzip inaktiviert. Und dann reinigst du es auf und verwendest es als Impfstoff. Also FSME, so Influenza wird so hergestellt, Hepatitis A. Das sind ziemlich alte Verfahren. Und da gibt es in China drei Firmen, die das eben machen. Die waren sehr schnell und haben recht schnell die Entwicklung vorangetrieben. In Indien gibt es eine Firma, die das macht. Und mittlerweile hat auch in Wien die Valneva angefangen, an dem zu arbeiten. Und ja, einer dieser Impfstoffe hat eben auch schon in Interim-Analysen recht gute Effizienz, nämlich 86%. Und der ist jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten zugelassen worden. Und da gibt es eben recht viel Produktionskapazität weltweit. Und den muss man auch nicht bei minus 80 oder minus 60 oder minus 20 Grad lagern, sondern bei 2 bis 8 Grad. Und das macht diese Art von Impfstoffen natürlich global sehr relevant. Warum ist das bei uns nichts? Weil das nicht der neueste heiße Scheiß ist, oder? Na, weil du da Inkompatibilitäten mit den Zulassungsbehörden hast. Der Impfstoff, der in China hergestellt wird, das ist schwierig, den in der EU zuzulassen. Ne? Die Ah, okay. sind anders, die Herstellungsverfahren sind anders. Da müsste dann quasi die immer nach China die Anlage besichtigen, die ganzen Rohstoffe kontrollieren. Die müssen auch in Anlagen hergestellt werden, mit denen die EMA zufrieden ist. Und dann wird die EU wahrscheinlich auch gern Daten klinische Daten in gewissen Ländern sehen. Ne? Also das heißt nicht, dass der jetzt unbedingt schlechter ist, würde ich gar nicht sagen. Aber das ist halt wirklich schwierig. Während zwischen USA und der EU die Zulassungsbehörden ähnliche Vorstellungen haben, was man da braucht für die Zulassung. Ist das der Grund, warum die Afrikaner nur diese, also die Afrikaner kriegen ja fast gar nichts an Impfstoffen, ne? Und letztens haben wir einen Bericht gesehen, quasi Kanada hat ja für jeden Bürger quasi 4 Dosen bestellt, etc. Und manche Länder kriegen nichts in Afrika. Aber was sie gesagt haben, ist, dass es weltweit unterschiedlich ist, welche da zum Einsatz kommen. Und das ist auffallend, die Chinesen liefern, glaube ich, in die Türkei. Ne? Auch ja. Ja, und bei uns halt nicht. Ne? Und wir haben quasi die teuersten und auch offenbar mit den modernsten Methoden. Und die anderen haben die Totimpfstoffe und das andere zeigt, dass halt nicht so gut performt und billiger ist. Oder wie. Ich würde da aufpassen. Brüder vielleicht, oder vielleicht auch nicht, aber nicht so gut Ja. performt. 86% und 94%. Und der AstraZeneca-Impfstoff, da wissen wir gar nicht genau, wie gut der ist. Also die hatten eine Studie in Großbritannien mit etwas unter 3000 Leuten. Und da haben sie 90% Effizienz gefunden. Und die Studie in Brasilien, wo über 10.000 Leute dabei waren, hat 62% Effizienz gefunden. Und dann sind sie draufgekommen, dass in Großbritannien die erste Dosis, dass dann nur Halbdosis verwendet haben, was natürlich ein super PR-Desaster ist. Und ich weiß ja nicht, warum eine Firma wie AstraZeneca sowas veranstaltet. Aber natürlich haben sie jetzt zwei unterschiedliche Werte mit zwei unterschiedlichen Impfstoffdosen. Und man weiß eigentlich jetzt gar nicht genau, wie gut der Impfstoff funktioniert. Also für AstraZeneca bin ich da gerade nicht so begeistert. Der Impfstoff funktioniert, also das sieht man deutlich. Aber wie gut? Ja, und der Impfstoff von Sinovac, der die 86% hat, ist solide. Kann es auch Sinn machen oder ist es schon getestet worden, dass man die erste Dosis von dem einen und die zweite Dosis von dem anderen kriegt oder bleibt es, wenn es ein Impfstoff ist, dann kriegt man immer denselben? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, dass es schwierig wäre. Erstens, es wird natürlich Leute geben, die zuerst einen kriegen und dann den anderen, einfach weil die reisen und einen Impfstoff da kriegen und einen anderen da, weil es Verwechslungen gibt und so weiter und so fort. Das ist schwierig, das da jetzt eine Studie zu machen, das zuzulassen, weil dann müsste es da im Prinzip Interaktion bzw. Kollaboration zwischen den zwei Firmen haben, dann müsste es eine neue Studie haben, machen, das wird dauern. Aber es wird wahrscheinlich auch akademische Studien geben, die sich das anschauen. Und das ist eigentlich was man in der Forschung und in klinischen Studien für Influenza, HIV, für neue Impfstoffentwicklung recht viel macht.
Da gibt es zum Beispiel zuerst einen viralen Vektor und dann gibt es da rekombinantes Protein. Und das funktioniert oft viel besser, als zweimal einen viralen Vektor zu geben oder zweimal ein rekombinantes Protein. Aber das wird eben jetzt schwierig, so ein Impfschema zuzulassen und zu zeigen, dass das jetzt wirklich besser funktioniert oder nicht. Also man wird sehen. Aber das ist oft so, dass das eigentlich besser ist, als den gleichen zweimal zu kriegen. Ich habe ja auf Twitter gefragt nach Fragen und da bin ich überhaupt zu meinen vielen Fragen gekommen. Und mit die meisten Fragen, die ich bekommen habe, waren einerseits Schwangere, können die geimpft werden, ist das in Aussicht? Und das zweite ist Kinder. Und da habe ich von Babys bis 16-Jährige, 18-Jährige, gibt es da irgendwo eine Grenze? Vor allem, weil mir sehr viele Leute auch geschrieben haben, die Kinder mit Vorerkrankungen haben. Sind es Herzkrankheiten, sind es Lungenkrankheiten, schweres Asthma. Und die sich natürlich Sorgen machen, ob ihre Kinder, sei es jetzt mit 0 Jahren, sei es jetzt mit 18 Jahren, auch in absehbarer Zeit geimpft werden. Ja, fangen wir mit den Kindern an. Das ist schwierig. Also über diese Reaktogenität gesprochen. Das ist im Prinzip eine Immunantwort. Ne? Und umso älter du wirst, umso schlechter ist deine Immunantwort. Und Kinder haben ein sehr gutes Immunsystem. Und diese Reaktogenität sieht man immer stärker in Kindern. Und es hat in der Vergangenheit zwei Impfstoffe gegeben, die man verändert hat, weil die eben in Kindern so reaktogen waren. Das erste ist der Influenza-Impfstoff, der war bis in die 80er Jahre ein Ganzvirus-Impfstoff und da hat man dann einen Split-Impfstoff draus gemacht, das nennt man so, um den weniger reaktogen zu machen. Und das zweite ist bei Keuchhusten. Ne? Da hat es zuerst einen zellulären Impfstoff gegeben, wo man eben Bakterien hatte, die man einfach abgetötet hat. Und das hat man dann auch zu einem, man sagt, azellulären Impfstoff umgewandelt, eben aus dem Grund. Und wenn man sich das jetzt anschaut, wie viel Reaktogenität das man mit den RNA-Impfstoffen und den viralen Vektorimpfstoffen kriegt, ist das sehr unwahrscheinlich, dass die für Kinder zugelassen werden. Moderna versucht jetzt in den USA eine Zulassung ab 18 zu kriegen. Pfizer, das ist ja vor einer Woche in den USA besprochen worden, wollte das ab 16. Und die haben das auch gekriegt. Aber da gibt es ein Komitee, das eben die FDA berät, das VRBPAC. Und das war eigentlich die größte Diskussion dort. Soll man es jetzt ab 16 machen oder ab 18? Und da ist darüber gestritten worden. Und sie haben es dann ab 16 gemacht, aber es hat Gegenstimmung gegeben. Und ich kann mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, dass die Impfstoffe anfangs in Kindern zugelassen werden. Nicht die jetzt die Vorreiter sind. Aber man hat jetzt Studien in Kindern begonnen. Also man geht da für Jugendlichen einfach mit der Altersgruppe runter. Und man muss sich anschauen, wie die Daten ausschauen. Wenn der Impfstoff tolerierbar ist, das nennt man so, dann kann man den einsetzen. Und wenn das wirklich... wenn es zu schweren Nebenwirkungen kommt, also wirklich Fieber, vielleicht für längere Zeit, kannst du das natürlich nicht machen. Das sind jetzt Kinder. Schwangere ist eine andere Geschichte. Da gibt es jetzt auch wenig Daten, weil natürlich in diesen Impfstoffstudien sagt man, Frauen, sie sollen nicht schwanger werden, sie sollen verhüten. Aber es hat natürlich ein paar Schwangerschaften gegeben, aber nicht genug, um da wirklich viel sagen zu können. In den USA ist jetzt die Geschichte gewesen, dass die FDA, also die Zulassungsbehörde, nicht gesagt hat, na, Schwangere kann man nicht impfen. Man hat da gesagt, Schwangere, die eben ein hohes Risiko haben, mit dem Virus in Berührung zu kommen. Man hat da vor allem an Ärzte, Krankenschwestern, Pflegepersonal gedacht. Die sollen mit ihrem Arzt Rücksprache halten und dann entscheiden, ob sie die Impfung bekommen wollen oder nicht. Da wird es aber auch weitere Studien geben. Also in den nächsten Monaten kriegen wir zudem sicher mehr Daten. Wenn die Frau schwanger wäre, was wäre die Empfehlung? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich habe mir das noch nicht so überlegt. Also ich habe keine Kinder, es ist schwierig. Mein Kinderwunsch ist auch sehr... Es ist viel einfacher ohne Kinder. Also muss ich jetzt einmal sagen, ich bin hoch ja. Ich würde wahrscheinlich sagen, sie soll sich impfen lassen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Mit was? Also mit was für einem von den drei? Es gibt momentan nur einen. Also selbst für den. Man muss sagen, wie gesagt, meine Frau ist nicht schwanger, aber die ist in dieser Impfstoffstudie. Ich auch.
wenn wir Glück haben, sind wir beide schon geimpft. Wir wissen es nicht, weil es ist natürlich, es wird den Teilnehmern nicht gesagt. Aber ja, ich glaube, ich würde empfehlen, sie impfen zu lassen. Aber wie gesagt, da wird's relativ schnell Daten geben. Also die Reichen und Schönen wie du werden zuerst geimpft, lerne ich jetzt. Nein, die Leute, die sich freiwillig für klinische Studien werden zuerst geimpft. Und das ist auch so, dass Pfizer das jetzt so macht, das ist ja 50-50, nicht? 50%, Katze! 50% der Leute haben bekommen und die anderen 50% haben einfach nur eine Salzlösung bekommen. Ne? Und Pfizer bietet jetzt an, dass die Leute, die in der Placebo-Kontrollgruppe sind, sich auch impfen lassen können. Und ich auch. Nein, nicht jetzt. Also, ja. Ich habe jetzt eine E-Mail bekommen von der Studienzentrale der Lokalen und die haben gefragt, ob ich eben eine Hochrisikoperson bin und die bin ich, weil wir arbeiten mit dem Virus im Labor und ob ich wissen will, ob in welcher Gruppe ich bin und ob ich den Impfstoff haben will, falls ich in der Kontrollgruppe bin. Ich habe noch nichts von Ihnen gehört, aber ich habe Ihnen gesagt, ja, ich will es wissen und ich würde den Impfstoff gerne haben, natürlich. Also schauen wir mal. Cool. Dann können wir vielleicht einen Livestream machen, wo wir deine Impfreaktion begutachten gemeinsam. Das ist ja Autoimmunerkrankten. Da schreiben die Leute die ganze Zeit. Ich habe ja diese eine psoriatrische Arthritis sine psoriasis mit axialer Beteiligung, klingt total geil, und Spritz Humira. Da weiß man nichts. Sie sollten noch nichts tun, glaube ich. Ne? Nein, da weiß man nichts. Das ist jetzt das große Problem. Du hast zwei Probleme. Das eine Problem ist, wir wissen nicht, wie gut die Impfung funktioniert in Leuten, die ein unterdrücktes Immunsystem haben. Aus welchem Grund da immer. Von Krebserkrankungen bis zu Leuten, die eben Biologics kriegen, um das Immunsystem zu unterdrücken. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn jemand eine Autoimmunerkrankung hat, ist da erhöhtes Risiko, dass sich das verstärkt, wenn man geimpft wird? Das sind zwei Fragen, die bis jetzt noch nicht beantwortet worden sind. Und für Leute, die einfach ein unterdrücktes Immunsystem haben, ist die Antwort wahrscheinlich recht einfach. Die werden eine weniger starke Immunantwort bekommen. Aber man weiß von anderen Impfungen, dass die trotzdem teilweise geschützt sind. Also es gibt einen positiven Effekt. Und da diese Impfungen keine Lebendimpfstoffe sind immer ein Problem, wenn jemand ein unterdrücktes Immunsystem hat, weil das Virus dann natürlich leichtes Spiel hat beim Lebendimpfstoff, wird man die Leute wahrscheinlich impfen. Da wird es ein paar Studien geben, um zu schauen, wie gut die Immunantwort ist. Bei Autoimmunerkrankungen wird es auch Studien geben, da wird es auch Analysen geben jetzt mit den Leuten, die eben in diesen Phase 3 Studien waren, um zu schauen, wie viele Leute waren da drin mit Autoimmunerkrankungen, wie schaut die Datenlage da aus. Wie gesagt, da gibt es jetzt einen Haufen Studien, die gestartet werden, die wahrscheinlich kürzer sind als die Phase 1, 2, 3, die wir jetzt gesehen haben. Da wird es Daten geben. Was ich Leuten empfehlen würde, ich weiß nicht, inwiefern das in Österreich auch der Fall ist, aber in den USA gibt es für im Prinzip jede Erkrankung eine Interessensvertretung. Also eine Gruppe, die sich zusammenschließt. Ich arbeite zum Beispiel jetzt mit einer Gruppe zusammen, die Lungenkrebspatienten vertritt, weil Lungenkrebspatienten ein sehr hohes Risiko haben, einen schweren Covid-19-Verlauf zu haben. Und die arbeiten natürlich Guidelines aus und überlegen sich, ob das jetzt eine gute Idee ist, was die Datenlage ist und so weiter und so fort. Also ich würde da mit, wenn es sowas, und ich glaube in Deutschland und in Österreich soll es solche Vereinigungen auch geben, da Rücksprache halten und natürlich mit dem behandelten Arzt Rücksprache halten. Aus dem Bauchhauser heißt es, noch warten, bis wir Daten haben, oder? Deutschland hat in der Impfstrategie haben Immunsupprimierte und Autoimmunkrankheiten in dem vierten, also ja, als vierte Gruppe dann drinnen. Ja. Und die haben das auch sehr klar dargelegt. Also ich habe mich nur so kurz drüber geschaut, weil mich eben die Vorerkrankungen interessiert haben. Und die haben die auf jeden Fall als eigene Gruppe drinnen in der vierten Phase. Und das ist, ich meine, die Wahrheit ist... Transplantierte sogar in Gruppe 30, gerade im Chat, genau. Ja, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es da ein Risiko geben würde. Es ist kein Lebendimpfstoff und auch wenn man
supprimiertes Immunsystem hat, reagiert man wahrscheinlich trotzdem zu einem gewissen Grad auf die Impfung und kriegt wahrscheinlich eine Immunantwort, die einem zu einem gewissen Grad schützen wird. Mhm. Aber wie gesagt, da wird es unterschiedliche Guidelines in unterschiedlichen Ländern geben und ich würde da einfach versuchen, die Deutschen sind uns da natürlich voraus. Ich finde es das gut, dass die da wirklich überlegen, was sie machen wollen. Aber ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn man sich da anschaut, was in Österreich empfohlen wird, wenn es da Interessenvertretungen gibt, was die empfehlen und was eben der Arzt empfiehlt. Mhm. Gut, kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Thema, nämlich diese ganze Herstellung. Angefangen von, ging das nicht zu schnell? Und ging es so schnell, weil Druck gemacht worden ist von vielen Seiten auf diese Behörden und auf die Firmen? Kann man das ausschließen? Das ging schnell aus vielen Gründen. Und da war natürlich Druck da. Der Druck ist nicht unbedingt von nur, man kann sich natürlich vorstellen, dass da von der US-Regierung vor gewissen orangehaarigen Leuten orangehäutigen Leuten sehr viel Druck gekommen ist, aber das ist schnell gegangen aus unterschiedlichen Gründen. Der erste Grund ist, dass normalerweise tüftelt man da recht lang präklinisch herum und wir hatten aber viel Erfahrung mit SARS-CoV-1 und MERS, also Middle Eastern Respiratory Syndrome Virus. Man wusste genau, man muss sich auf das Spike-Protein konzentrieren, man wusste, wie man diese Konstrukte basteln muss und im Prinzip die Sequenz des Virus ist am 10. Jänner hochgeladen worden. 24 Stunden später waren die Impfstoffkandidaten am Papier fertig. Also da hat man nicht viel herumbasteln müssen. Und der Grund, warum man jetzt auch diese RNA-Impfstoffe und die Vektorimpfstoffe zuerst sieht, vor den anderen, ist, dass da muss den Prozess nicht optimieren. Da hast du einen Herstellungsprozess und du änderst nur die Sequenz. Ja, dass beim viralen Vektor ist eben die Sequenz für SARS-CoV-2 Spike drinnen und bei der RNA eben auch das Gleiche. Aber im Prinzip am Produktionsprozess musst du gar nichts ändern. Und das heißt natürlich, dass du ganz, ganz schnell Material herstellen kannst. Wir reden da von einer bestimmten Qualität, das ist ein GMP oder Good Manufacturing Practice Prozess. Und Moderna hat ja auch am 16. März mit der Phase 1 begonnen. Und das dauert bei eben rekombinanten Proteinimpfstoffen oder inaktivierten Impfstoffen ein bisschen länger. Und das war natürlich auch ein Riesenvorteil. Und die andere Geschichte, und das ist eigentlich der größte Beschleuniger gewesen, plötzlich waren die Ressourcen da und man hat absolut auf das fokussiert. Alles andere ist abgestellt worden, da hat es keine Ablenkung geben, weil man jetzt an 15 verschiedenen Projekten arbeiten muss und 15 Impfstoffe entwickeln muss gleichzeitig. Nein, das war nur mehr das und egal welche Mittel man eben gebraucht hat, um da schnell weiterzumachen, die waren da. Also da ist das finanzielle Risiko rausgenommen worden durch Investitionen und da sind Sachen passiert, die machst du in der normalen Impfstoffentwicklung nicht. Du kannst sie machen, du könntest viele Impfstoffe so schnell entwickeln. Die FDA wird da kein Problem damit haben im Grunde, aber niemand fängt der Phase 3 an, bevor die Phase 2 vorbei ist, weil wenn ich nicht alle Phase 2 Daten habe und mir echt sicher bin, dass der Impfstoff funktionieren wird, schicke ich den nicht in Phase 3, weil die Phase 2 kostet mir vielleicht 20, 40 Millionen Euro und die Phase 3 kostet mir 300 Millionen Euro. Und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich gerade 300 Millionen Euro in Sand gesetzt. Wenn es aber wurscht ist, ob ich die 300 Millionen Euro in Sand setzt, dann kann ich da schon viel früher damit anfangen. Also da sind finanzielle Risiken rausgenommen worden, die sonst ein Riesenproblem sind. Und es hätte auch sein können, dass die Impfstoffe nicht effizient sind. Ne? Und bei vielen Impfstoffen ist das auch der Fall. Man muss ja vor der Phase 3 festlegen, was jetzt Erfolg ist. Und viele Impfstoffe machen es eben nicht durch die Phase 3, weil es nicht gut genug funktionieren. Und wir haben da Glück gehabt. Also knock on wood, das ist anscheinend ein Virus, gegen das man recht leicht Impfstoffe machen kann. Wie man jetzt sieht, es sind fast alle Ansätze, die gut funktionieren. Und da haben wir Glück gehabt. Ja, der liebe Gott soll einem ja vor allem bewahren, was gerade noch ein Glück ist. Und ich glaube, da hat die Tante Jolasch wieder
recht gehabt. eine wichtige Frage, die auch noch oft gekommen ist, war diese mRNA-Forschung. Da gibt es ja noch keine Impfstoffe, die so funktionieren. Und das hat irgendwas mit Genen zu tun. Und verändert dieser Impfstoff jetzt unsere Gene? Oder muss man jetzt Angst haben, dass da irgendwas sogar in der DNA herumgeschraubt wird? Ja, das ist eine neue Technologie. Ich glaube, die ersten klinischen Studien mit dem sind im 2013 gestartet worden. Es gibt mittlerweile einen Impfstoff gegen Zytomegalovirus, der jetzt, wo er Phase 2 gestartet wurde, Anfang des Jahres. Und es gibt eben, was Infektionskrankheiten betrifft, einige Phase 1 Studien und auch für Krebsimpfstoffe, die auch entwickelt werden, gibt es da auch einen Haufen Studien. Aber ist ja richtig, das ist noch nicht am Markt und das ist eine recht junge Technologie. Das muss man schon sagen. Wie funktioniert das jetzt? RNA oder Messenger-RNA, also Boten-RNA, ist ja nicht was jetzt unseren Zellen fremd ist. Ne? Also man hat ja, eine Zelle hat im Normalfall einen Zellkern, ja, da sitzt das Genom drinnen als doppelsträngige DNA und der Zellkern sitzt im Zytoplasma, also schwimmt in der Zelle herum. Ne? Und der ist aber abgeschottet. Und außen im Zytoplasma sind diese kleinen Maschinen, die Ribosomen, die Proteine herstellen. Ne? Und die Information für die Proteine hast du im Zellkern auf der DNA. Und irgendwie muss die Information raus, weil sonst kann die Zelle keine Proteine machen und stirbt. Jetzt hast du diese DNA. Und da gibt es einen Mechanismus, eine Polymerase, das ist auch ein Protein, das schreibt dann die Information ab, und zwar nicht als DNA, sondern als RNA. Und das sind kleinere Stücke, die werden aus dem Zellkern rausgeschickt, die docken an diese Ribosomen an und die Ribosomen nehmen dann die Information und machen Protein. Und das passiert in der Zelle, in jeder deiner Zellen, zu jeder Zeit in deinem Leben. Wenn das nicht passiert, hast du ein Problem. Und im Prinzip, was man jetzt gemacht hat, man stellt diese Messenger-RNA, die eben für das SARS-CoV-2-Oberflächenprotein kodiert, biochemisch her, also eigentlich mit einem ähnlichen Enzym, mit einem ähnlichen Protein, das das eben im Zellkern auch macht. Dann reinigt man das und dann packt man das in kleine Fettpartikel, also Lipid Nanoparticles. Und das wird dann gespritzt und das nehmen dann Zellen an der Einstichstelle auf. Und die RNA geht dem rein und diese Ribosomen erkennen die RNA, nehmen die Information und machen eben dieses Spike-Protein. Und das wird dann auf der Oberfläche der Zellen präsentiert, dem Immunsystem. Da verändert man nicht das Genom, da geht gar nichts in den Zellkern rein. Und im Prinzip ist das einfach nur ein Shortcut, dem Körper die Information zu geben, wie man eben dieses Protein bastelt. Und man muss das auch vergleichen mit einer Virusinfektion. Bei einer Virusinfektion, wenn du SARS-CoV-2 kriegst, das geht in viele Zellen rein und übernimmt die komplette Kontrolle über deine Zellen und macht viele dieser RNA, dieser Messenger-RNAs. Das zwingt deine Zelle im Prinzip, eine Fabrik für neue Viren zu werden. Und da wird dieses Spike-Protein hergestellt, da werden aber auch viele andere Proteine hergestellt und die Zelle wird im Prinzip umprogrammiert und irgendwann stirbt sie dann. Also das ist ein bisschen erschreckenderer Prozess, muss ich ehrlich sagen. Also es ist nicht was, vor dem man jetzt Angst haben muss, aber es ist eine neue Technologie und es ist das erste Mal, dass die im großen Stil angewandt wird. Also die Krankheit ist auf jeden Fall schlimmer für die Zellen als es eine Impfung sein könnte. Ja, und das Problem mit der Krankheit ist ja auch, wir wissen mittlerweile, dass das ja nicht in der Lunge bleibt. Also wir hatten einige Fälle, wo man eben Obduktionen vorgenommen hat bei unserem Spital. Wir haben das mit fast 100 Toten am Anfang gemacht. Und du findest ja dieses Virus dann auch, oder Proteine des Virus, das Genom des Virus, unter anderem auch im Gehirn, in Zellen im Herz, im Darm. Also das ist nicht so wie bei Influenza, wo das Virus wirklich nur in den Atemwegen bleibt, sondern das gelangt da auch an ganz andere Stellen. Also ich finde das Virus erschreckend, muss ich sagen. Die Impfung
finde ich weniger erschreckend. Aber natürlich, es ist eine neue Technologie und es kann schon sein, dass irgendwelche sehr seltenen Nebenwirkungen auftreten. Aber das findest du in einer Phase 3 nicht, weil wenn das sehr selten ist und in 40.000 Leuten nicht passiert, ja, dann ist es halt schwierig. Da wird man darauf warten müssen, ob da irgendwas auftritt bei einer wirklich geringen Rate. Nur wenn das passiert und wenn das bei einer von 1 Million Impfungen passiert zum Beispiel, muss man das sich natürlich anschauen und rausfinden, warum das passiert. Aber das heißt dann nicht, dass der Impfstoff vom Markt genommen wird. Also den wird man dann weiterverwenden. Also es ist auch bei anderen Impfstoffen so, dass es zu seltenen Nebenwirkungen kommen kann. Aber weil die eben so selten sind und das Risiko für den Einzelnen verschwindend gering ist, nimmt man das in Kauf. Und da genau diese Nebenwirkungsgeschichte war oder ist natürlich auch noch ein großes Thema. Viele Leute waren unsicher, jetzt keine Impfgegnerinnen, aber unsicher und haben gemeint, sie warten mal ab, weil man weiß nichts über die Langzeitfolgen von einer Impfung. Kann man die jetzt schon ausschließen? Und das Zweite war, dass man auf verwiesen hat, also angefangen von Contagan bis zu den Impfungen, die Schweinegrippe war das, glaube ich, wo dann die Schlafkrankheit zum Beispiel aufgetreten ist und wo man das dann auch abbrechen musste. Kann man das sagen, dass sowas nicht vorkommen kann, so wie das getestet wurde? Nein, kann man nicht. Contagan ist eine ganz andere Geschichte, ist ein Medikament. Bei Impfungen, wenn es zu solchen Dingen kommt, sind diese Sachen, die nach Jahren rauskommen. Die Narkolepsie-Geschichte mit H1N1, mit der Impfung, das ist bei ungefähr 1 zu 18.000 Jugendlichen aufgetreten, die das in Skandinavien bekommen haben. Das hätte man natürlich in einer Phase 3 auch nicht gefunden. Man hat das dann gefunden und man hat aufgehört, diese Altersgruppe zu impfen. Und das hat das Problem gelöst. Das ist natürlich schlecht. Und das ist eine recht hohe Rate, 1 zu 18.000 ist nicht so wenig. Aber wie gesagt, das findet man in einer Phase 3 nicht. Und das findest du auch in einer Phase 3 nicht, wenn die 3 Jahre dauert. Weil das sind Dinge, die Tage bis Monate nach der Impfung auftreten. Das ist das Gleiche mit Guillain-Barré-Syndrom. Das wird auch von manchen Impfstoffen sehr selten, aber doch hervorgerufen. Also von Influenza-Impfstoffen zum Beispiel. Da kommt es zu 1 bis 2 Fällen pro 1 Million Impfungen. Intussusception zum Beispiel bei Rotavirus-Impfstoffen oder bei Lebendimpfstoffen kann es auch passieren. Das sieht man bei Gelbfieber-Impfstoffen oder das hat man bei der Polio-Impfung, der Schluckimpfung gesehen, dass die Impfviren, das sind ja abgeschwächte Viren in dem Fall, dass die virulent werden können. Und wie gesagt, das passiert relativ schnell nach der Impfung. Und das ist, deswegen ist man. Ist die Sorge nicht so groß, dass man da jetzt irgendwie nach 15 Jahren draufkommt, na, das war jetzt gar nicht so gut, da gibt es Langzeitwirkungen. Also das hat man bis jetzt eigentlich nicht gesehen. Wenn da was passiert ist, ist es relativ schnell passiert. Was ich auch sagen muss, es ist natürlich jetzt schade, dass die EU da sehr langsam ist mit der Zulassung. Aber wenn das Leuten hilft, sich sicherer zu fühlen, bis die Impfung in Österreich verabreicht wird, wird es wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute schon geben, die geimpft wurden. In Großbritannien sind jetzt über 100.000 Leute geimpft worden. Ich glaube, in den USA wird jetzt wahnsinnig viel geimpft. Also da werden wir innerhalb kürzester Zeit einige Millionen Geimpfte haben. Und das wird noch passieren, bevor es in Österreich zu Impfungen kommt. Also ich glaube, irgendwie schon abschätzen, ob es da gröbere Probleme gibt. Und was man da ansprechen kann, sind allergische Reaktionen. Also das hat man in Großbritannien gesehen, dass da 2 Leute mit sehr schwer reagiert haben mit allergischen Reaktionen auf die Impfung. Und ich glaube gestern eine Person, die in Alaska geimpft worden ist. Also das ist eine reale Auswirkung, die passieren kann. Das ist wahrscheinlich auch sehr selten, aber das hat man schon beobachtet. Und in den Phase-3-Studien sind Leute, die schon mal schwere Reaktionen auf Impfungen hatten, ausgeschlossen worden. Normale Allergiker waren da mit drinnen. Also meine Frau ist schwere Wespenallergikerin, die ist auch in die Studie aufgenommen worden. Aber das muss man jetzt natürlich beobachten, wer da allergisch reagiert und ob man das dann empfiehlt,
Leuten mit schweren Allergien oder nicht. Und in Großbritannien ist eben jetzt die Empfehlung, dass Leute, die in der Vergangenheit schwere allergische Reaktionen haben, also wir reden da von anaphylaktischen Schock, nicht von, weiß ich nicht, einer leichten Erdbeerallergie, Leute, die ein Epipen mitführen müssen, die sollen sich jetzt nicht impfen lassen. In den USA hat man das nicht gemacht. In den USA hat man gesagt, ja, wir müssen uns das anschauen, wir wollen die Daten sehen. Aber man soll aufpassen, wenn man Leute impft und eben warten 30 Minuten und sicherstellen, dass dazu keine allergischen Reaktionen kommt. Also das ist schon was, das man beobachtet hat und da muss man sicher aufpassen. Den Leuten geht es auch jetzt wieder gut. Das kann man ja relativ schnell behandeln. Aber das ist natürlich eine reale Geschichte. Also das ist das Einzige, wo man jetzt gerade denkt, das kann passieren. Bei den anderen Sachen, da, natürlich kann man da theoretisch alle möglichen Dinge sich ausdenken, die da passieren könnten, eben wie Guillain-Barré-Syndrom zum Beispiel. Aber wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei vielen Leuten passieren wird. Und wenn es bei sehr wenigen Leuten passiert, ist das Risiko für den Einzelnen natürlich sehr, sehr gering. Dankeschön. Ich möchte übrigens auch unsere Zuschauerinnen einladen. Im Chat werden ganz viele Fragen stehen, stehen schon ganz schön viele Fragen. Ihr könnt euch aber auch mit Handzeichen melden und dann könnt ihr die Fragen auch direkt stellen. Du hast noch gesehen, die Frage öfters, wie ist das mit Makoma? Blutgerinnungsmittel, ist oft gefragt worden, und wie ist es bei Diabetikern? Also für Blutgerinnungsmitteln wüsste ich jetzt nichts Genaues. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Kontraindikation gibt. Und das Gleiche gilt für Diabetiker. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da ausgeschlossen werden. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ihr müsst nachschauen im klinischen Protokoll für Pfizer und Moderna, ob die nicht eh Diabetiker mit in der klinischen Studie hatten. Das müsst ihr nachschauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die ausgeschlossen wurden. Dann haben sich kommt einfach Daniela, zu oft vor in den USA. Daniela und Klaus haben sich gemeldet. Bitteschön. So. Ja, hallo. Guten Abend. Ich hätte eine Frage an den Florian Kramer und zwar bezüglich der Kühlkettenproblematik. Minus 80 Grad ist ja relativ schwierig zum konstant halten. Was, habt ihr eine Ahnung, was passiert, wenn diese Kühlkette unterbrochen wird und wie lange gibt es trotzdem eine Verwendbarkeit des Impfstoffes, wenn die Kühlkette unterbrochen wird? Ja, das ist eine schwierige Frage. Die machen jetzt mehr, also der moderne Impfstoff wird bei minus 20 Grad gelagert und der Pfizer-Impfstoff bei minus 60 bis minus 80, was natürlich schwierig ist. Die haben jetzt so spezielle Pakete gebastelt und in denen können sie es ausliefern und das kann dann auch, ich glaube, eine Woche in dem Paket gelagert werden, ohne dass es zu Problemen kommt und man kann es dann natürlich auch in einem minus 80er Kühlschrank, Gefrierschrank lagern. Wenn das auftaut, kann man das nicht mehr weiterverwenden. Es ist so, wenn man eine Impfstoffdosis, wenn man da mehrere Vials hat, wenn man die auftaut, also kontrolliert auftaut, kann man die für einige Tage verwenden. Ich glaube, länger für Moderna als für Pfizer. Aber wenn man das jetzt ausliefert und das Zeug steht irgendwo, taut auf, es wird dann wieder eingefroren und woanders hingeschickt. Also das kann man wegschmeißen. Aber es gibt mehr und mehr Stabilitätsstudien, eben von Pfizer jetzt auch, weil die natürlich versuchen herauszufinden, wie weit sie gehen können, wie lange man das eben auf 4 Grad lagern kann, ohne dass die Wirkung des Impfstoffs wirklich weg ist. Es ist ein Problem, es ist in Europa und USA eine Herausforderung, das auszuliefern. Und in vielen anderen Ländern ist es eigentlich nicht möglich. Also das ist auch ein Grund, warum es wichtig ist, dass es zusätzliche Kandidaten wie eben die Vektorimpfstoffe oder die inaktivierten Impfstoffe gibt, weil dort braucht man eben nur 2 bis 8 Grad. Melissa? Hallo, ich hätte auch eine Frage an den Florian Kramer und zwar, wie beurteilen Sie die Auswahl der, also die Parameter der Stichprobe, wie wurde die Stichprobe gewählt, was sagen Sie dazu? Welche Stichprobe? Also die, nicht die Stichprobe, sondern die
Ich weiß nicht, ob es schon ein Paper dazu gibt, ob man da was durchlesen kann, aber also ich habe jetzt nichts gefunden, aber mich würde einfach interessieren, hat man die Leute gut ausgewählt? Ist es eine repräsentative Gruppe, um vorauszusetzen, okay, dass der Impfstoff ist gut getestet worden? Ja, schon. Also man hat da versucht, die Bevölkerung in den jeweiligen Ländern abzubilden. Also in den USA hat man wirklich versucht, dass man da auch People of Color reinbringt, dass man da alle möglichen Minderheiten reinbringt, dass man wirklich unterschiedliche Altersgruppen reinbringt, eben auch Leute, die ein sehr hohes Risiko haben. Was schon gemacht wurde, da hat jemand gerade gepostet, die Pfizer-Studie ist natürlich publiziert mittlerweile. Was man auch gemacht hat, ist, man hat Leute in die Studien aufgenommen, die ein erhöhtes Risiko haben. Weil wenn man natürlich Leute aufnimmt, die sich für 7 Monate in Selbstquarantäne begeben, macht das nicht viel Sinn. Also es sind viele Leute dabei, die entweder als Krankenpersonal arbeiten, Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, Leute, die regelmäßig in den Supermarkt einkaufen gehen und so weiter und so fort. Aber es ist schon sehr repräsentativ. Also wie gesagt, die Pfizer-Studie ist im New England Journal of Medicine publiziert worden, aber wenn man sich die Datenpakete für beide Pfizer und Moderna anschaut, die sind abrufbar auf der FDA-Homepage. Die sind da gepostet worden. Man kann sich die Studienprotokolle anschauen und man kann sich eben auch die Dokumente anschauen, die die Firmen eingereicht haben und die Analyse, die die FDA dann durchgeführt hat. Das ist alles öffentlich zugänglich und die listen dort eben auf, welche Prozentsätze von welchen Leuten die hatten, wie viele Frauen, wie viele Männer, welche Altersgruppen, welche Ethnien und so weiter. Und so fort. Es war ziemlich divers in beiden Studien. Marc Feichtinger. Ja, servus. Herr Professor. Und zwar, Sie haben gesagt, dass die Pfizer-Studie 94% für über 65-Jährige ist und das bei anderen Studien eben nicht aussagekräftig genug ist. Mich würde jetzt interessieren, wie viel von der Gesamtanzahl an Personen, die an so einer Studie teilnehmen, also in Brasilien waren es irgendwie 10.000, in UK 3.000, müssen dann über 65 sein, dass man da irgendwelche solche Aussagen treffen kann. Also wie viel Prozent oder ist das absolute Zahl dann irgendwo? Also ja, das rechnet sich ja Statistiker aus. Da werden Endpunkte quasi definiert. Ich weiß jetzt, also ich müsste jetzt bei Pfizer im Paper nachschauen, wie die Aufteilung war. Moderna zum Beispiel hat bekannt gegeben, wie viele Fälle in der älteren Altersgruppe auftreten sind, in der Impfstoffgruppe und in der Placebo-Gruppe. Also die haben das aufgeschlüsselt. Ich kann aber jetzt nicht sagen, da macht am Anfang jemand eine Power Analysis, um zu schauen, wie viele Fälle man braucht, dass man statistische Aussagekraft hat. Und anscheinend hat Pfizer das erreicht und Moderna nicht, weil die das eben nicht extra kommuniziert hatten. So viele Fälle braucht es da eigentlich nicht, aber man muss eben genügend Fälle in der Gruppe haben. Ich bin leider kein Statistiker, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, wie viele es sein müssten, aber wie gesagt, bei Pfizer hat es gereicht, bei Moderna hat es für Aussage nicht gereicht. Der Norbert Pfeiffer aus dem Treibhaus Innsbruck, ein lieber Freund und Unterstützer vom DIVAG-Blogger, der in der TTNI namentlich genannt wurde, der Markus Wilhelm, der will wissen, ob das irgendwann so sein wird, dass das wie in einem Wirtshaus ist, wo man sich von der Speisekarte dann den Impfstoff aussucht, den man gerne hätte. Ja, das wäre natürlich schön. Zum gewissen Grad kann man das bei Influenza-Impfungen zum Beispiel machen. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, aber bei Influenza-Impfstoffen gibt es unterschiedliche und da kann man sich ein bisschen aussuchen. Also da gibt es ein Nasenspray für Kinder. Die injizierten Impfstoffe sind unterschiedlich von unterschiedlichen Herstellern. Und wenn es in den USA seid, dann gibt es auch noch einen rekombinanten Impfstoff. Und das kann schon sein, dass das bei SARS-CoV-2 irgendwann auch der Fall ist. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt einmal an, dass einer zugelassen wird und vielleicht Anfang des Jahres der nächste.
und es da halt wenig Impfstoff geben wird. Und am Anfang kann man sich das, glaube ich, nicht aussuchen. Aber es wäre natürlich super, wenn man sich das aussuchen kann irgendwann. Vor allem, wenn man sich ein bisschen auskennt und die Reactogenicity Profiles, also die Nebenwirkungen kennt und weiß, wie gut die funktionieren, da kann man sich schon aussuchen, was besser ist, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt. Also würde ich begrüßen, wenn es das irgendwann gibt. Eine Frage, die auch gerade im Chat gestellt worden ist, also wenn Kinder und Jugendliche auf absehbare Zeit nicht geimpft werden und das Virus auch nicht weggeht, wann ist denn dann wieder ein normaler Schulbetrieb möglich? Ich würde mal sagen, wenn die Lehrer und wenn die Durchimpfungsrate bei Lehrern und Eltern recht hoch ist. Weil sie es dann nicht weitergeben an die Kinder und dann die Kinder... Erstens das, und natürlich gibt es auch schwere Fälle in Kindern und Jugendlichen, aber der Verlauf der Erkrankung ist in Kindern und Jugendlichen sehr, sehr oft asymptomatisch oder mild. Das ist jetzt nicht die Gruppe, um die wir, es ist komisch, das zu sagen, aber es ist nicht die Gruppe, um die wir uns die meisten Sorgen machen. Das ist bei anderen Erkrankungen wie Influenza nicht der Fall. Da ist das in Kindern oft ein größeres Problem. Aber ich glaube, dass man da schon, wenn man die Eltern und die Lehrer impft zum hohen Grad, dass man sich da eben wenig Sorgen machen muss, weil auch wenn es die Kinder dann bekommen und vielleicht asymptomatisch, eben die Eltern und die Lehrer nicht angesteckt werden können. Eine Frage, die ich auch gerade reinbekommen habe, ist die ganze Thema, was ist mit den Leuten, die aus Prinzip nicht impfen gehen oder die Bedenken haben und die jetzt auslassen, auch wenn sie könnten. Ist das in den USA auch so, dass es viele Impfmuffel gibt? In Österreich sind die anscheinend besonders hoch. Ja, die Zahl ist im deutschsprachigen Raum, glaube ich, höher als jetzt in den USA zum Beispiel. Aber die gibt es natürlich überall und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen Leuten, die sich Sorgen machen und die mehr Informationen brauchen und sich vielleicht nicht gleich impfen lassen wollen. Und das verstehe ich, wenn man sich da nicht einliest, beziehungsweise wenn man sich Sorgen macht um solche Dinge, ja, dann ist das vielleicht auch verständlich. Aber ich glaube, mit Information kann man die Leute abholen. Und dann gibt es natürlich Leute, die Impfungen komplett ablehnen und glauben, dass der Bill Gates da einen Mikrochip injiziert, damit der herausfinden kann, wo ich mich am Tag aufhalte und wie lange ich am Klo sitze. Das kann der Bill Gates wahrscheinlich eh schon, weil jeder hat ein Handy, das viele Leute auch aufs Klo mitnehmen, was ich grausig finde. Aber nimmst du es nicht mit? Wo legst du? Nein. Sehr, sehr unappetitlich. Das hast du lieber am Arbeitsplatz liegen? Unbeaufsichtigt? Nein, ich rede davon, dass Leute dann irgendwie am Klo sitzen und irgendwie ihre E-Mails lesen oder weiß ich nicht. Das meine ich. Einstellung der Hose ist was anderes. Aber ich glaube, bei denen kannst du nicht viel machen. Also wenn Leute wirklich diesen Theorien anhängen, das ist schwer, die zu überzeugen. Aber ich glaube, Leute, die sich Sorgen machen, die Zweifel haben, die kann man mit guter Information und mit Aufklärung schon abholen, also auf jeden Fall. Aber heißt das in Wahrheit, dass wir jetzt, also der ein Teil wird sich impfen lassen, das werden, weiß ich nicht, 20%, 30% sein, sagt man im Umfang. Dann gibt es welche, die verweigern es komplett, da muss man quasi auf die Durchseuchung setzen oder weiß nicht, wir werden sie die nicht impfen lassen. Und dann lässt man es laufen. Der Drosten sagt ja, nach der Impfung rechnet er mit einer so einer dritten Wahl, weil die Leute dann vielleicht zu leichtsinnig werden und dann fährt es erst recht noch mal gescheit durch. Ist das plausibel als These? Es könnte passieren. Ich hoffe, dass es nicht passiert und ich hoffe, dass man nicht von 20%, sondern eher von 50% oder 60%. Und mit 60% kannst du arbeiten. 60% hast plus die schon infiziert waren. Zumindest in den USA kommst du auf die 70%. Und das ist schon ganz gut. Aber wir brauchen mehr als 20%. Also wenn das wirklich nur 20% sind, das wäre ein Desaster. Was kann man den Leuten sagen? Zum Beispiel, was ist die Alternative zum Impfen? Es gibt Impfen und was, wenn man sich nicht impft, was passiert dann? Ja, es wird halt schwierig sein, das Virus über lange Zeit zu kontrollieren. Wie gesagt, es gibt natürlich Möglichkeiten, jetzt die Viruszirkulation runterzubringen, da gutes Contact Tracing zu machen. Du könntest auch auf die Art und Weise
im Prinzip für ewig kontrollieren. Es ist natürlich aufwendig und es kann jederzeit schief gehen. Ne? Ich weiß nicht, also ich glaube, man muss die Leute abholen. Also 20%, das wird nicht ausreichen. Natürlich, für die Personen, die geimpft sind und die ein hohes Risiko haben, ist die Geschichte dann vorbei. Und da kann sie auch wenn dann nach wie vor noch viel Virus unterwegs ist, für einen im persönlichen Bereich sehr viel ändern, weil wenn meine ganze Familie geimpft ist und es kommt eine dritte Welle, ja, so what? Mein Opa passiert nichts, meiner Oma passiert nichts und meinen Eltern passiert auch nichts. Ne? Aber ich glaube, wenn man da wirklich eine Auswirkung auf die Viruszirkulation jetzt in der ganzen Bevölkerung haben wollen, braucht man wirklich einen großen Prozentsatz. Und wie gesagt, ich glaube, man muss da wirklich anfangen zu informieren, man muss da Kampagnen starten, man muss Pläne machen, wie das eben die Deutschen machen. Und man muss die Leute abholen und Da muss man Zeit und Geld rein investieren. Und zwar nicht mit, na, die Impfung ist super und da kann nichts passieren, sondern mit echter Information, mit einem Plan. Und das wäre wichtig. Und ich glaube, dann reden wir nicht mehr von 20%, sondern von vielen mehr. Vor allem, weil es ja auch um Leute geht, zum Beispiel Kinder, auch wenn sie asymptomatische Verläufe haben. Aber in Bayern ist vor wenigen Tagen ein 8-jähriges Kind gestorben. Vorerkrankungen hin oder her, als ein 8-jähriges Kind. Das muss man, glaube ich, auch dann immer mal sagen, dass trotz allem, auch wenn man vielleicht, also wie auch immer dann das mit der Infektiosität ist, es trotzdem auch solidarisch gegenüber denen ist, die nicht geimpft werden können. Und das sind all unsere Kinder zum Beispiel. Und was die Informationen betrifft, da gab es auch ganz viele Fragen, aber es gab auch ganz oft die Frage, wie ist denn das mit einer Impfpflicht, wenn sich die Leute nicht impfen lassen? Dafür, dagegen? Schau mal, wenn dir wer sagt, du sollst was machen und du gar nicht machen willst, wie geht denn das dann aus? Also mir stellen sich da alle Haare auf, wenn mir jemand sagt, ich muss was machen, das ich nicht machen will. Ich glaube, das ist... Hast du mal in Österreich gearbeitet, Florian? Nur an der Uni. Privilegierte, geschützte Werkstätte bei euch Naturwissenschaftlern. Ja, das ist richtig. Das ist natürlich richtig. Also, aber ich glaube, dass das psychologisch nicht gut ist. Ich glaube, wenn man das macht, da gibt es einen ziemlichen Pushback und das ist keine gute Idee. Ich glaube, mit Impfpflicht, da verhärten sich die Fronten. Da sind dann auch Leute, die es vielleicht abholen hättest können, die dann sagen, naja, aber wenn die jetzt mich zwingen dazu, dann mache ich es nicht. Und ich glaube, das wär sehr schwierig und ich weiß auch nicht, ob das ethisch vertretbar ist. Oder im Gesundheitsbereich, bei Pflegern und so? Naja, ich arbeite zum Beispiel in den USA in einem Spital. Ne? Also unsere ganzen Forschungslabors sind in einem Spital. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du lässt dich impfen gegen Influenza. Oder du trägst die gesamte Influenza-Saison, also wir reden da von Oktober bis April, einen Mund-Nasen-Schutz. Und die lassen das offen. Und wenn du die nicht impfen lässt, dann rennst du halt mit der Maske herum. Und da gibt es natürlich einige, die mit der Maske herumrennen. Nicht viele, aber man lässt die Möglichkeit offen. Du kannst nicht jemanden zwingen, sowas zu machen. Das ist eine Gang dann quasi. Die sitzen in einer Kantine am selben Tisch, oder? Das ist der Trotteltisch, oder? Da kommen schau, Kollegen, alle geimpft, solche Trotteln, schau die Impfschäden an. Ja, ich weiß nicht, das ist gar nicht so. Da gibt es oft wirklich Leute, die Angst vor dem System haben. Also zum Beispiel bei uns bei der Cafeteria im Starbucks arbeitet einer, der eben die Maske trägt und der hat halt Angst davor, dass keine Ahnung, Impfungen irgendwie, und den kannst du nicht überzeugen und dann trägt er halt die Maske und damit ist die Gefahr auch gebannt, dass er einen Patienten ansteckt. Gut, also ich glaube, man sollte den Leuten irgendwie Möglichkeiten geben, das auch anders zu machen. Man will die nicht zwingen. Man muss schon auch dazu sagen, einer der Gründe, warum das Bockenvirus ausgerottet wurde, ist, weil man alle geimpft hat und nicht groß gefragt hat. Aber wie gesagt, das ist nicht ethisch nicht machbar. Ich finde, das ist nicht vertretbar. Muss ich ehrlich sagen. Also würde ich mich nicht gut damit fühlen. Ist schon zu lang weg, das Autoritäre liegt da nicht mehr.
Ja, bei uns ist das gerade ganz sexy und in Mode. Nein, ich sehe das anders. Ich weiß, jetzt gibt es immer diese Umfragen, dass die Österreicher gerne eine autoritäre Führungsperson hätten. Aber im praktischen Bereich ist es dann so, die autoritäre Führungsperson sagt was gemacht werden muss, und dann macht es aber keiner, weil was will mir der anschaffen? Also ich glaube, da ist eine ganz komische psychologische Situation da. Also ja. Man hätte gerne einen starken Führer, aber dem Zuhören tut man dann auch nicht gern. Also, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute zu zwingen, ist keine gute Idee. Natascha. Ja, ich schaue gerade nochmal auf meine Fragen. Was mich nur interessiert, so wenn du das stelle ich nur eine. Ja, was mich interessiert ist, wenn man sich jetzt den Plan anschaut und du sagst, man muss auf 60 kommen, dass halbwegs wieder funktioniert. Ich rede jetzt noch gar nicht, wir müssen ja zwei Sachen gleichzeitig tun. Ne? Du musst auf 60% rauf durch Impfungsrate, und gleichzeitig müssen wir in der Zeit, bis wir dort sind, diesen Scheiß weiterhin managen, so gut wie möglich. Und wenn ich es richtig verstehe, für die Leute, die jetzt nicht dabei sind, dann ist dein Maßzahl ist quasi, wie viele Infektionen sind zuträglich, damit ich Contact Tracing noch sinnvoll betreiben kann. Und da hat ja der Herr Cipionka gesagt, in Österreich, wenn du so 3.000, 4.000 Contact Tracer hast, dann sind das maximal 500 bis 600 Fälle pro Tag. Jetzt ist es genauso gut beherrschbar, wenn die Zahl verdoppelt und auch die Neuinfektionen sich verdoppeln, oder ist es nicht, je mehr es gibt, automatisch gefährlicher, und deswegen sollte man schauen, dass man den Krempel da so weit wie möglich unten lässt? Ja, weniger ist mehr. Aber du musst dann einen anderen Faktor mit reinnehmen. Und das haben wir eben gesehen, wir haben früher von der Saisonalität dieser Viren geredet. Was natürlich sehr wahrscheinlich ist, dass man, und man hat das ja voriges Jahr gesehen, dass wenn wir im späten Frühjahr reinkommen, wenn sich die Temperaturen ändern, dass es wahrscheinlich weniger Viruszirkulation geben wird. Und da hast du jetzt einen Effekt, dass mehr und mehr Leute geimpft werden, es weniger Viruszirkulation gibt, weil sich die Temperatur ändert. Und dann hast du wahrscheinlich einen Sweet Spot über den Sommer, wo sehr wenig Virus unterwegs ist, leicht beherrschbar, und du hast wahrscheinlich genügend Impfstoff, um Leute wirklich im großen Stil zu impfen. Und das müsste man eben ausnutzen, und dann ist der Herbst kein Problem mehr. Das klingt nach einem Plan, aber das mögen unsere Leute nicht. Also die uns regieren, glaube ich, mit Plänen, die über die Schlagzeile der Krone oder der Zip1 hinausgehen, sind nicht so populär. Ist das vielleicht ein Problem bei uns aus deiner Wahrnehmung, aus der Wissenschaft, außer dass vieles, was da passiert, sich nicht mit, bist du nicht du allein? Wir haben den Michi Wagner da gehabt, die Natascha hat den zu Recht gefeiert, ja, weil der ein Wahnsinn war. Ihr sagt ja alle im Prinzip jetzt, ja, der eine sagt 50, der andere sagt 35, aber keiner sagt, ja, 250 sind Tagesintendenz ist okay, oder durchlaufen lassen ist eine gute Idee. Ja. Wir sind weit weg von der Wissenschaft, oder ist das zu wirtschaftshörig, oder was ist das, glaube ich? Ich weiß nicht. Ich meine, schau, wenn du mit einem Virologen redest oder einem Mikrobiologen oder einem Epidemiologen, die sagen, dass solche Sachen, die sagen, dass wir ein Plan ausschauen könnte, um die Situation in den Griff zu kriegen. Aber man darf sich nicht anmaßen, dass man jetzt ein Land führt oder dass man da alle Aspekte mit reinnimmt. Da gibt es soziologische Aspekte, da gibt es ökonomische Aspekte, alle möglichen volkswirtschaftlichen Aspekte, und das muss natürlich auch mit reinnehmen. Und da kenne ich mich aber nicht aus. Ich kann da jetzt sagen, der Plan wäre vielleicht gut aus einer virologisch, epidemiologisch, immunologischen Sichtweise. Ob das dann umsetzbar ist, wie leicht das umsetzbar ist, ist halt eine andere Geschichte. Ne? Und die Regierung nimmt da halt vermutlich alle möglichen Perspektiven mit rein. Ob das jetzt aus der virologischen Sicht die beste ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, aber es ist halt schwierig. Aber natürlich, wenn man da jetzt einen Plan hätte, und ich würde mir einen Plan wünschen und den Plan dann durchzieht, würde man wahrscheinlich nachher besser dastehen. Was ist mit Mutationen? Das Thema, schreibst du wieder wer? Mutations happen. Alle Viren mutieren. DNA-Viren mutieren mehr als DNA-Viren. Und das ist was ganz Normales. Und es gibt da jetzt ein paar Mutationen, die man untersucht. Also Cluster 5, was ist das? N439K, also eine Mutation im Spike-Protein. Dann gibt es diese lustige
NEAZ-Mutation, also was war das, Y453F. Und die können einen Einfluss darauf haben, wie bestimmte monoklonale Antikörper das Virus neutralisieren. Aber im Grunde sollte man sich da nicht so große Sorgen machen, aus unterschiedlichen virologischen Gründen und auch aus Erfahrung. Also wir haben da zwei Dinge, mit denen man, aufgrund derer man sagt, na, Mutationen könnten problematisch sein. Eine ist Influenza. Influenza mutiert die ganze Zeit und das Virus mutiert und entkommt der Immunantwort. Das ist ein Riesenproblem bei Influenza und das ist auch der Grund, warum man den Influenza-Impfstoff jedes Jahr erneuert und jedes Jahr wieder gibt. Influenza ist eine wahnsinnige Ausnahmesituation. Mit allen anderen Viren, gegen die wir Impfstoffe haben, passiert das eben nicht. Der Masernimpfstoff, Masern ist ja auch ein RNA-Virus, das eigentlich recht gut, recht viel mutiert. Der Impfstoff ist aus den 60er Jahren und der funktioniert nach wie vor recht gut, obwohl das Virus natürlich mutiert ist. Die andere Geschichte ist eben, dass es wahnsinnig viele Filme gibt, wo es mit der Geschichte, es gibt einen Virusausbruch und dann mutiert das Virus und jetzt ist plötzlich Zombie-Apokalypse, ne? Ich glaube, man sollte da nicht so besorgt sein. Natürlich gibt es Mutationen, die man sich anschauen muss, aber Coronaviren, also es gibt ja vier humane Coronaviren, die Erkältungen auslösen, die mutieren auch nicht wahnsinnig schnell. Und Coronaviren, wenn man es mit anderen RNA-Viren vergleicht, mutieren eigentlich langsamer. Also ein normales RNA-Virus, wenn das Genom repliziert wird, und es kommt zu einem Fehler, wird der nicht ausgebessert. Und Coronaviren haben aber einen Mechanismus, um diese Fehler auszubessern. Also da ist die Mutationsrate eigentlich geringer. Wie gesagt, das ist, sobald es da irgendwie eine neue Mutation gibt, also wie jetzt in Großbritannien, ist das natürlich sofort auf allen, in allen Schlagzeilen. Aber ich glaube, man muss sich da nicht wirklich besonders viele Sorgen machen. Ich warte immer darauf, dass die Strobel was sagt. Ja, nein, ich höre gebannt zu und versuche nicht zu husten. Ich habe noch immer kein Corona, sondern nur Husten, weil ich inzwischen zweimal getestet bin. Husten aber für Arme. Corona für Arme, ja, ist das. Das bleibt leider nicht der Husten, mit dem ich nirgends angeben kann. Aber das heißt, eigentlich sind das doch ganz gute Perspektiven. Also so die Leute gieren nach guten Nachrichten. Das heißt, wenn wir einen Impfstoff haben, der hält, der auch vielleicht bald besser, schneller hergestellt werden kann oder wo mehr Dosen verfügbar sind, haben wir eine Aussicht, dass wir nächstes Jahr durch sind, dass es wieder normal wird? Das Audio von Florian ist aus. Na, jetzt geht's wieder. Ich konnte mich selbst nicht unmuten. Wir sind keine Demokratie hier. Ja? Jetzt, aber wo sind autoritäre Vorgangsweisen? Ne? Anscheinend. Also es schaut meiner Meinung nach recht positiv aus. Und gerade weil es so positiv ausschaut, sollte man jetzt aufpassen, dass wir nicht mehr zu viele Tote haben und nicht mehr zu viele Infizierte, weil du willst nicht deinfizieren, ein paar Tage bevor du geimpft werden könntest. Ne? Aber man muss das auch aus einer historischen Perspektive sehen. Wenn man jetzt zum Beispiel Influenza-Pandemien anschaut, die sind meistens nach 1,5 bis 2 Jahren vorbei. Und eben bei den letzten paar, letzten drei eigentlich eben auch deshalb, weil es einen Impfstoff gegeben hat und weil man das dann recht gut kontrollieren konnte. Und das ist dann natürlich im nächsten Winter wiedergekommen, aber dann gab es eben eine Impfung dagegen und das ist dann relativ schnell wieder abgeklungen. Also ich glaube, man muss das auch im historischen Kontext sehen. Das sind ja Dinge, die fünf Jahre dauern. Wo kommen die her, die Influenza-Viren? Da wird immer geimpft und dann sind sie wieder da. Kommen die auch mit dem Auto, wie der Bundeskanzler gesagt hat, oder kommen die mit dem Flieger oder sind die eh immer da oder woher kommen die denn immer? Ja, also die normalen, die saisonellen, die sind ja, die zirkulieren. Ne? Da hast du im Winter auf der Nordhalbkugel viele Fälle,
In den Tropen gibt es das ganze Jahr über Fälle, aber nicht immer solche Wellen oder Saisonen. Und auf der Südhalbkugel ist auch, halt auch im Winter so. Und ja, die kommen schon mit dem Flugzeug. Durchaus. Natürlich gibt es dann andere, eben pandemische Influenza kommt eben meistens aus Tieren, entweder aus Vögeln oder aus Schweinen. Das sind halt jetzt so die historischen Beispiele. Influenza-Pandemie kann natürlich auch jederzeit passieren. Also, jetzt sehr beruhigend. Positiv wollte ich Strobel was haben. Natascha, kannst du was Positives beitragen, außer dass wir den Grammer feiern für seine Klugheit? Ich glaube, wir sind auch viel klüger geworden und haben einen ehrlichen, aber doch recht optimistischen Ausblick bekommen, was die Impfung betrifft. Nein, Rudi, bei aller Liebe, aber der Impfexperte, wir arbeiten daran. Der positiv war er. Nein, ich meine das Positive, ich kenne ihn. Ach so, ja, positiv ist für mich schon, ich habe einen sehr niederen Standard mittlerweile für positiv, aber puh. Ja, aber ist doch gut, also klingt doch gut alles, klingt doch so, als hätten wir eine Perspektive. Wirst du eigentlich angefragt von Regierungen? Stehst du in Kontakt mit der österreichischen Regierung? Bist du das Mastermind im Hintergrund für die Impfstrategie? Nein. Also ich habe schon einige Beratungsgespräche jetzt in den USA Senatoren gehabt, beziehungsweise auch mit speziellen Gruppen, die sie zum Beispiel eine House Representative Group, die sich mit serologischen Assays beschäftigt hat am Anfang der Pandemie und so weiter und so fort. Also da gibt es schon Kontakte, aber jetzt so wirklich Regierungsberatung. Ich muss ein Labor führen, ne? Also ich hab 25 Leute in der Arbeitsgruppe. Mein Hauptauftrag ist, Wissenschaft zu machen. Und wir haben da auch recht viel gemacht dieses Jahr. Ja, aber ich versuche halt auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen am Anfang, weil gerade in den USA immer ein Vakuum an Informationen da war. Also wir haben ja eigentlich eine recht gute Gesundheitsbehörde, beziehungsweise eben die CDC, Centers of Disease Control. Und die sind aber vom Trump ziemlich ausgehöhlt worden und da gab es am Anfang eigentlich wenig Informationen. Und da haben halt viele akademische Wissenschaftler dann dieses Vakuum gefüllt. Das ist eigentlich nicht unsere Aufgabe. Aber es war nicht anders möglich. Und und jetzt auch mit den Impfungen, es ist halt schwierig. Die Leute haben sehr viele Bedenken und ich glaube, es ist wichtig, dass man eben drüber redet und dass man da Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Aber am Ende bin ich Wissenschaftler und ich muss mich um die Studien kümmern, die wir eben am Laufen haben. Wir kaufen Aktien der Firma Novavax morgen. Novavax, ja. Novavax. Die stellen noch Grippeimpfstoffe her. Ich glaube, die habe ich dieses Jahr bekommen. Nein, die haben jetzt einen Grippeimpfstoff, die haben Phase 3 abgeschlossen. Also die dann klingt es so ähnlich. Angesucht. Ja, kann sein, dass das so ähnlich klingt. Nicht, dass wir das Falsche kaufen, gell? Du, Rudi, kümmerst dich drum. Aber Rudi, wenn du dann Geld verlierst, damit, das ist nicht meine Schuld, okay? Ja, die Feigheit ist eigentlich Akademikern immer schon vorher enthalten gewesen. Ne? Die sind jetzt immer sehr mutig. Also ich muss quasi hedgen, wie ihr in Amerika sagt, wenn ich kaufe, das kein Problem ist, damit ich mein Risiko hedge. Sagen wir so, ich gehe sicher besser mit meinem Geld um als die ÖPAG oder andere Agenturen des Staates bei uns, die jetzt das Geld auswichsen, ein profitable Unternehmen. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Lieber Florian, danke. Ich weiß nicht, was du sagst, Natascha, aber ich finde, es war bis jetzt mit Abstand der beste Gast. Ja, ich möchte nicht... Für den Mittwoch ein sensationeller Gast. Ich werde es jetzt ja sagen, aber wenn ich mit Erich Norwid oder mit Michi Wagner oder Wolfgang Hagen ist, glaube ich, im Set oder die Hammer, dann werde ich auf jeden Fall was anderes sagen. Also heute ist ja Mittwoch, ja. Richtig. Außerdem. Der beste Mittwochsgast in jedem Fall. Ja, danke für die Einladung, es war lustig. Und bitte geh wieder rein von dort, wo du bist. Das schaut sehr kalt aus, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob das auf Dauer gesund ist. Ich hoffe, du bist Influenza geimpft, weil sonst
Natürlich bin ich Influencer geimpft, sonst müsst ihr im Spital mit der Maske herumrennen. Müssen wir jetzt sowieso, aber. Eben. Frau Strobel, nächste Woche, was machen wir? Da wissen wir schon was. Nächste Woche ist ja Heiliger Abend quasi. Ja, ich glaube, überlegen wir uns mal um unseren Heiligen Abend am Mittwoch. Wobei so eine Anti-Christ-Christmas-Show wäre schon super. So, da laden wir dann irgendeinen Teufel ein. Vielleicht hat der Herbert Kickl Zeit. Vielleicht hat. Das hätten wir auf jeden Fall Zuseherinnen, wenn er kommen würde, gell? Ich wäre nicht da, aber es wäre sicher lustig. Aber es wäre lustig, wenn er glaubt, das war eine Sendung mit ihm und wäre da. Okay, Kinder, wir überlegen uns was für nächste Woche. Strommelfusse. Ja. Und wir sagen tschüss. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Dasein. Ciao. Ciao. Tschüss, Baba. Strommel, großartig wie immer, mein Kompliment. Ich ziehe meinen Hut. Ja.